Jetzt stelle ich unser Podium zur Die nächste Linke, Erfahrung, Experimente und Visionen mal vor. Ich fange mal ganz links außen an. Ganz links außen haben wir, von mir aus gesehen, Martin Delius, den Fraktionsvorsitzenden der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus, eines vielleicht der spannendsten politischen Projekte der letzten Jahre, der uns hoffentlich dahingehend weiterhelfen kann, bestimmte interessante Erfahrungen aus dieser Zeit uns zu referieren. Direkt neben mir Anne Roth. In eurem Heft habt ihr als Vorstellung dort vielleicht eine der allerkürzesten Vorstellungen gelesen, die möglich sind. Anne Roth ist Bloggerin. Darüber hinaus ist sie allerdings eine sehr gute Kennerin der linken politischen Szene, eben nicht nur in der Linken, was immer ein subjektiver Blick bleibt, aber genau die Fragestellung, die sich vielleicht dadurch ergibt, dass wir zwar eine tolle Partei sind, die Linke, aber das massenhafte Zuströmen an Mitgliedern in unserer Organisation ja nun nicht ohne weiteres jeden Tag zu vollziehen ist, kann vielleicht aus dieser Perspektive ein bisschen beleuchtet werden. Rechts neben mir sitzt leider nicht Jule Nagel, mit der ich heute noch lange referiert habe, ob sie es nicht doch schafft, herzukommen, aber ihr geht es nicht ganz so gut. Es wird ersetzt durch Fabian Blunk, der einer der langjährigen Projektmitarbeiter im Leipziger Linksnet ist. Das ist das Projekt, in dem Jule Nagel seit dem Jahr 2000 oder 1999 aktiv ist und das ein spannendes Exempel für die Verankerung einer linker Politik in einem Kiez ist, das am Ende darauf auch hinausgelaufen ist, dass Jule Nagel, trotzdem sie möglicherweise nicht dem Standardbild einer Politikerin der Partei der Linken entspricht, trotzdem einen Wahlkreis erobern konnte, im Übrigen den einzigen Wahlkreis in Sachsen. Und rechts ganz rechts Horst Kahrs, der hier als Mitarbeiter für Klassenanalyse, wenn ich es richtig sehe, im Heftel geführt wird, aber da hinten ist, wartet, das ist zwar vielleicht ein bisschen langweilig für die, die das Heft komplett gelesen haben, ich weiß, das sind sehr viele, ist Referent für das Öffentliche und Klassen- und Sozialstrukturanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, darüber hinaus aber einer der spannendsten strategischen Inputgeber unserer Partei im Zusammenhang mit der Analyse, wer wählt denn uns vielleicht, wer macht denn überhaupt mit und was bedeutet linke Politik? Ich hoffe, dass ich an der Stelle eine ausreichende Vorstellung gemacht habe und würde von außen nach innen mal mit den Fragen zum Input beginnen. Deshalb bei dir, Martin, ich hatte ja schon angedeutet, die Piraten, ein wirklich spannendes politisches Projekt, das möglicherweise jetzt nicht zur vollständigen Blüte gediehen ist in den letzten Jahren, dennoch aber vielleicht auch eine Reihe von Erfahrungen auch für eine linke Partei, die nicht die Piraten heißt, uns ergibt. Hättest du da vielleicht 5-6 Minuten Zeit, uns da zu informieren? Also ich bin natürlich für einen Sonntagvormittag total gut vorbereitet, also habe mir gerade was aufgeschrieben. Ich habe vorhin im Vorgespräch so angefangen, ihr habt das in der Ankündigung, schreibt ihr Linke immer groß, in Großbuchstaben, das ist auch euch unbenommen, es geht ja da schließlich auch um eure Partei. Ich würde das ein bisschen weiter fassen, weil eine linke Partei oder eine neue linke Partei muss ja nicht die deutsche Linkspartei sein, das wäre auch mein erster Punkt. Für eine neue oder eine moderne, zukunftsfähige linke Partei ist ein Standbein auf jeden Fall die Internationalität und das Organisieren, das gemeinsame Organisieren, zumindest in Europa, in einem gemeinsamen Europa. Das ist etwas, was die Piraten von Anfang an ja auch für sich als Wahlargument oder Verkaufsargument genutzt haben, dass wir relativ zeitgleich mit sehr ähnlichen Inhalten in sehr vielen Ländern, also Nationalstaaten Europas und der Welt entstanden sind und es versucht haben, aus diesem Netzwerk heraus auch international zu organisieren. Das hat mit der Europäischen Piratenpartei sehr gut geklappt, mit der internationalen Dachorganisation nicht ganz so gut. Jetzt, ihr habt
Anknüpfungspunkte als deutsche Linkspartei natürlich in Griechenland, das ist allgemein bekannt in anderen Ländern. Sicherlich ist auch das Phänomen Podemos etwas, von dem man lernen kann, mit dem man sich international auch vernetzen kann in Griechenland. Sowas braucht es für Europa noch viel stärker, und in die Richtung würde ich auch argumentieren, also weniger kartoffelzentriert, mehr aus einer europäischen Perspektive für eine linke Partei oder eine linke Bewegung, die sich in Parteien organisiert, heraus. Was braucht es im Prinzip dazu? Ich meine, gerade linke oder linke politische Kräfte haben eine sehr weite und auch vielfältige Geschichte internationaler Organisationen. Wir haben aber in Europa das Problem, dass wir keinen oder sehr schwierig einen gemeinsamen Kulturraum definieren können. Das wäre eine Aufgabe einer linken Partei, das auch zu tun. Also nicht nur von der politischen Kultur her, sondern auch, welche Sprache sprechen wir denn eigentlich oder welche Sprachen sprechen wir denn eigentlich? Wie nehmen verschiedene national organisierte Parteien in so einem Netzwerk aufeinander Einfluss? Ja, also wenn jetzt... Und das wünsche ich mir auch mehr von den Piraten, aber so in die Richtung, glaube ich, muss es für moderne Parteiorganisationen an sich gehen, insbesondere wenn sie sich als links definieren, dementsprechende Visionen auch von einer gesellschaftlichen Zukunft haben. Was passiert denn, wenn Syriza in Griechenland mit Nazis koaliert? Ja, inwiefern wird das in einer deutschen Linkspartei oder in einer linken Partei in irgendeinem anderen europäischen Nationalstaat aufgenommen? Wird das diskutiert? Wie wirkt das? Und hat das möglicherweise auch Auswirkungen? Muss jetzt nicht gleich das Beispiel mit Nazis sein, aber hat vielleicht eine Koalition in einem anderen Land auch Auswirkungen auf die politischen Verhältnisse und die Zielsetzungen in dem anderen Land? Der zweite Punkt ist, und auch das, da gibt es wirklich einiges, glaube ich, von den Piraten zu lernen und auch zu verstehen, wo wir Fehler gemacht haben, die den Anspruch einer offenen Parteiorganisation. Ich benutze jetzt insbesondere das Wort offen im Vergleich zu transparent, weil ich glaube, Offenheit bietet dir zwei Wege. Transparenz ist ja eher so ein naja, aus dem Sendungsbewusstsein einer Partei heraus entstandenes Verkaufsargument oftmals. Und man muss immer fragen, inwiefern jetzt alles, was transparent ist, irgendwie auch sinnvoll ist und der politischen Willensbildung in der Gesellschaft dient. Wir haben kurz darüber geredet, wie das rüberkommt, wenn wir als Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus unsere Sitzungen immer noch vollständig ins Internet stellen, ob das irgendwas bringt. Für mich habe ich das so definiert, wenn jemand, der sonst nie da wäre, sich vielleicht einen Monat später oder einen Tag später oder ein halbes Jahr später bei mir meldet und sich was angeguckt hat auf YouTube, dann ist es für mich ein Gewinn, aber das muss man definieren. Es ist vielleicht nicht das, was einen jetzt wahnsinnig viele Zuströme bietet. Offenheit hingegen schon, und das haben viele Piratenfraktionen und Institutionen und Organisationsformen innerhalb der Piratenpartei bisweilen perfektioniert mit Online-Plattformen, aber auch mit vielen Angeboten an Einzelpersonen, an kurzlebige Initiativen, Partikularinteressierte und Bewegungen. Das Bereitstellen von Informationen, auf die normalerweise nur Parteien, Fraktionen, MandatsträgerInnen Zugriff haben für Menschen, die sich sonst alleine kümmern müssten. Ja, alle wünschen uns, ich wünsche mir das zumindest, dass Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzgebung auf Bundesebene und in den Ländern wesentlich konsequenter und besser ausgebaut werden würde. Aber es bleibt halt auch in dem politischen Geschäft, selbst wenn man das hat, Aufgabe der MandatsträgerInnen, aber auch eben der Parteiorganisationen, in dem eigenen politischen Kontext wichtige Informationen auch nach draußen zu geben und sich auch für solche Anfragen zu öffnen. Das klappt ganz gut. Ich selbst bin als Abgeordneter jedes Jahr, das erste Jahr nicht, aber seit 2013 mit Abstand derjenige mit den meisten schriftlichen Anfragen im Berliner Abgeordnetenhaus. Das kommt einfach deshalb, weil es geübte Praxis ist, dass ich, ja, Klaus, du bist Platz 2, hast du Özcan abgelöst.
Also das kommt einfach daher, weil ich wahnsinnig viele Anfragen auch gleich so weiterverarbeite. Klar muss man mal drüber gucken, von wem die kommen. Ja, es kann ja immer sein, dass es irgendeine Nazi-Organisation ist, die sich bei einem meldet. Das muss man ein bisschen abgleichen, da muss man sich informieren. Aber ansonsten kann man die allermeisten Fragen so durchreichen. Ich wünsche mir von der Neuen Linken, dass sowas organisiert wird, dass auch... Wir haben mal angefangen mit einem Lobbyregister für die Partei, für die eigene Partei. Das hat einen ganz praktischen Mehrwert. Für die eigenen Mitglieder der Partei, die eigene Organisation wird offenbar, wer mit wem zusammenarbeitet. Wir haben das nicht so sklavisch gemacht, also wie wenn das jetzt im Bundestag ins Gesetz schreiben würde, weil ich glaube, das ist ein Anspruch, den muss man als Partei nicht vertreten, sondern wir haben gesagt, das, was du uns an uns wichtigen Fragen beantworten kannst, liebe Organisation, also wie nimmst du Einfluss auf welchen Feldern und mit wem sprichst du sonst noch so, das beantwortest du uns bitte, das sammeln wir. Und wir gleichzeitig haben wir dann dadurch, dass wir das transparent machen innerhalb einer Partei, für unsere Mitglieder die Möglichkeit, Kontakt zu suchen und Stellungnahmen auch von jetzt nicht so sehr institutionalisierten politischen PartnerInnen einzuholen. Darüber würde ich gerne heute diskutieren, das mal kurz als Abriss, also Internationalität und Offenheit, ganz wichtig daran, das ist so das große Problem der Piraten, Offenheit bedeutet halt nicht, dass man keine Haltung haben darf. Ich habe jetzt mehrfach angesprochen, dass man nicht von jedem die Anfrage weiterleiten sollte und auch wenn man einen Antragsvorschlag, da gibt es dieses Open-Antrag-Projekt der Piraten für Kommunalparlamente, Stadtverordnetenversammlungen und sonstige Sachen hat, dass man vielleicht vorher mal guckt, von wem kommt denn der Antrag eigentlich. Man muss bei dem Angebot zum Mitmachen und zur Offenheit halt tatsächlich nicht jeden mitnehmen. Und das, glaube ich, die Gefahr sehe ich bei der Linken nicht so, aber das ist eine Lehre, die ich nochmal mitgeben wollte. Es ist, das Wort Partei kommt vom parteiisch sein. Und das bei aller Offenheit ist es, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig ist, weil es zu meiner Erfahrung die Abwesenheit von Parteifolklore und einem gemeinsamen Verständnis davon, wo man eigentlich hin will, die führt oft zu Beliebigkeit und auch zu Problemen, klare Entscheidungen zu treffen. Das steht dem ganzen der ganzen Offenheit so ein bisschen gegenüber. Darüber können wir auch gerne diskutieren. Ja. Danke. Ist es möglicher, oder sollen wir lieber lauter sprechen? Das muss ich mal jemand fragen. Das muss ich auch am Anfang sagen. Gut. Also ich denke, wir bemühen uns darum, lauter zu sprechen. Ist das laut genug? Gut. Also bei dem Thema Haltung, was Martin am Ende brachte, kann ich gleich in meiner Fragestellung an Horst Kahrs, glaube ich, weiterleiten. Ich nehme noch mal auf, Referent für Klassen- und Strukturanalyse, Haltung. Wird die Neue Linke, ist es notwendig, dass sie Klassenpartei ist? Wenn sie Klassenpartei wäre, was würde das heute bedeuten? Müssen wir mehr vor die Betriebstore? Also erstmal einen schönen guten Morgen von mir. Ich habe mir überlegt, was ist das eigentlich für eine Runde, die hier sitzt und wie sind hier die Rollen, die so verteilt sind? Weil alles, was Martin gesagt hat, finde ich interessant und spannend und hätte dazu keinen Widerspruch anzumelden. Und dann sitzt da Anne, die irgendwie in linken Netzwerken versucht, Politik zu machen, durch Nutzung moderner Produktionsmittel, könnte man sagen. Wir haben jemanden irgendwie hier neben mir sitzen von einem neuen Ansatz, also linke Politik zu öffnen in städtische Räume hinein. Und dann sitze ich hier und finde das alles irgendwie interessant, richtig und wichtig und gut. Und da habe ich mir gedacht, also meine Rolle hier muss irgendwie die des Traditionalisten und Bewahrers sein, der auch mal irgendwie sagt, es ist nicht alles schlecht. Und der auch mal sagt, also an bestimmten Funktionen einer Partei wie der Linken muss man unbedingt festhalten und man muss auch darüber reden, wie man diese Funktionen besser ausfüllen kann. Deshalb will ich einfach zu Anfang mal drei, vier Sachen loswerden, die was mit deiner Fragestellung zu tun haben. Also erstens, wir leben in einer sehr heterogenen Gesellschaft, wo es auch in einer Partei wie der Linken sehr viele soziale, habituelle, von der Herkunft geprägte Unterschiede gibt, auch Zusammenhänge, aus denen die Genossinnen und Genossen kommen. Das trifft noch viel mehr zu auf die über 5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die uns mal 2009 ihre Stimme gegeben haben, von denen dann
vier Jahre später noch 3,7 Millionen übrig geblieben sind. Und mich erstaunt so ein bisschen oder mich ärgert als erstes so ein bisschen, wie eigentlich, könnte man fast sagen, achselzuckend damit umgegangen wird, dass da 1,4, 1,5 Millionen Leute uns nicht mehr gewählt haben. Das finde ich ein Problem. Und ich finde das auch irgendwie erstmal so ein Problem, dass wie die Linke möglicherweise auch damit zufrieden ist, dass sie irgendwie jetzt bei 8%, 9% liegt und jetzt eine Diskussion darüber führt, irgendwie die nächste Linke. Ich will eigentlich gar keine nächste Linke. Ich will eigentlich, dass sich die Linke, so wie sie jetzt ist, irgendwie weiterentwickelt. Und ich war auch in genügend linken Organisationen. Das können andere Jüngere wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber ich finde aber diese Organisation, so wie sie jetzt eigentlich im Prinzip erstmal ist, ist eine sehr ordentliche Grundvoraussetzung, weil sie beides vereinbart. Nämlich einerseits den Ansatz und das Wissen, man muss mehr sein als eine Wahlpartei. Aber andererseits auch weiß, man muss eine Wahlpartei sein, die auch attraktiv ist für Wähler und Stimmen gewinnt. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wenn das stimmt, dass wir in einer sozial heterogenen Gesellschaft leben, wo es auch irgendwie in einem hohen Maße soziale Ungleichheit gibt, dann ist diese Ungleichheit ja nicht nur sozial, weil einer mehr Einkommen hat und der andere weniger, sondern diese soziale Ungleichheit übersetzt sich unmittelbar auch in politische Ungleichheit, nämlich unmittelbar in den Zugang zu den Produktionsmitteln von politischer Meinung. Zu den Produktionsmitteln politischer Meinung gehört die Verfügung über Wissen, dazu gehört aber auch die Möglichkeit, sich auszudrücken, sich zu artikulieren und so weiter. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie politische Räume beschaffen sind, dann sind sie doch sehr davon geprägt, dass eine Mehrheit in dieser Gesellschaft doch irgendwie immer bessere Bildung hatte, höhere Schulabschlüsse, sich akademisch ausdrückt und die politische Sprache auch eine in hohem Maße durchaus intellektualisierte akademische Sprache ist. Ihr merkt es daran, wie ich rede. Oder ich finde, Martin hat auch nicht viel anders geredet. Dann müssen wir aber auch sagen, also die Tatsache, dass also es eine wachsende Anzahl von Nichtwählern gibt und dass es mittlerweile feststeht, dass sich darin auch ein Klassenwahlverhalten ausdrückt, sollte uns zu denken geben. Nämlich Klassenwahlverhalten heißt im Prinzip etwas vereinfacht gesagt, dass man über irgendwie 100 Jahre hinweg im Prinzip immer sagen konnte, Arbeiter wählen überdurchschnittlich SPD. Und bestimmte andere soziale Gruppen wählen überdurchschnittlich CDU oder FDP. Also nicht alle Arbeiter wählen SPD, aber also mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit wählen Arbeiter SPD. Das war Klassenwahlverhalten. Heute erleben wir ein Klassenwahlverhalten, das sieht so aus, Arbeiter wählen manchmal, aber hauptsächlich wählen Arbeiter nicht. Und das hat was, also Klassenwahlverhalten bedeutet heute in hohem Maße nicht wählen zu gehen. Und die Frage ist immer, also woran sich das entscheidet, ob man wählen geht oder nicht wählen geht. Das ist bei sozusagen vielen Angehörigen der unteren sozialen Klassen in unserer Gesellschaft und über diese neue Form von Klassengesellschaft muss man auch reden, das zentrale Problem. So, und das ist natürlich auch ein Problem für die Linke. Aber wir haben es damit zu tun, dass alle unsere Politikmodelle darauf zugeschnitten sind, dass jeder sich selbst ermächtigt, sich beteiligt, teilhaben will und so. Und was wir nicht realisieren, ist, dass es vielleicht auch Leute gibt, die das nicht wollen oder die aber mit diesen Formen, wie wir sie anbieten, irgendwie auch nichts anfangen können, die aber gleichwohl ein Minimum an politischer Repräsentation haben wollen. Und deshalb glaube ich, eine zentrale Aufgabe einer linken Partei, und das nimmt die Linke leider vielleicht in einem unzureichenden Maße wahr oder das vergisst sie, diese Funktion über die ganzen Diskussionen über Erneuerung und Veränderung, ist die Aufgabe der Repräsentation. Und die klassische Repräsentation heißt, Parteien haben die Aufgabe, zwischen gesellschaftlichen Gruppen oder dem, was in der Gesellschaft passiert und dem, was im politischen Feld passiert, zu vermitteln oder da so etwas zu sein wie ein Transmissionsriemen. Und wovon ich ausgehe, ist ein ganz einfaches Schema, das besagt, die Menschen leben nicht in der Politik,
sondern sie haben ein soziales Alltagsleben, das besteht im Prinzip, etwas vereinfacht und verkürzt gesagt, aus der Arbeitswelt und aus der Familienwelt, sei es jetzt Nachbarschaftsnetzwerke, Freundschaftsnetzwerke oder klassische Familiennetzwerke. Dort herrschen eigene Handlungslogiken, Ordnungsvorstellungen und Orientierungen. Und das politische Feld funktioniert ganz anders. Ihr könnt euch das ganz einfach so vorstellen, was ist der Unterschied zwischen irgendwie, ihr seid mit euren Freunden in der Kneipe oder besucht irgendeine Freizeitaktivität, redet über die letzten Sportereignisse oder was weiß ich und dann geht ihr zu einer Parteiversammlung. Wenn man sich dann überlegt, was wird da erwartet an Verhaltensweisen, was sind da die Verhaltensregeln, was ist wichtig und wie muss man sich ausdrücken, um gehört zu werden, merkt man sofort, dass es Unterschiede sind. Diese Unterschiede sind systematisch und die Aufgabe einer Partei ist, das, was im Alltagsleben an Problemen, Vorstellungen, Hoffnungen, Wünschen und so weiter da ist, ins politische Feld zu übersetzen und damit auch eine bestimmte soziale Schicht oder eine soziale Klasse zu repräsentieren. Was Repräsentation heißt, kann man ja vielleicht nochmal diskutieren, will ich jetzt nicht eingangs sagen. Nur noch eine Sache zum Schluss. Ich glaube, wenn man über Repräsentation redet, muss man darüber reden, dass man ein paar Dinge irgendwie vereinfacht oder verallgemeinert. Also Vereinfachung und Verallgemeinerung hängen ja oft zusammen. Ich glaube, Repräsentation bedeutet für eine Linke viel weniger darüber zu reden, welche ausgefeilten Konzepte man hat und irgendwie die Arbeit in solche ausgefeilten Konzepte zu stecken und irgendwie sich also Mehrwert produzieren zu wollen, irgendwie, dass man dies oder jenes erreicht hat. Ich glaube, um Repräsentation erreichen zu können, braucht man ein paar elementare, im Alltagsleben nutzbare, verständliche Aussagen und Vorstellungen darüber, wie stellt sich eine Linke eine gerechte soziale Ordnung vor. Also es sind ein paar ganz elementare Dinge, wie das Leben geregelt sein soll, für die eigentlich linke Parteien immer gestanden haben. Dass man von seiner Arbeit leben können soll, ist so ein Satz, der wird nicht ausreichen. Da werden so ein paar Sätze dazugehören, wo es denn spannend wird, ob wir das durchhalten und das repräsentieren können, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und zwar nicht nur diejenigen, die hier leben, sondern global. Und was das dann für linke Politik heißt, wenn man also sozusagen auch eine Politik, also wenn man davon ausgeht, linke Politik ist unmittelbar immer auch eine globale Politik, die von einer globalen Ordnungsvorstellung, von globaler sozialer Gerechtigkeit ausgeht und berücksichtigt, dass eben auch die Textilarbeiterinnen in Bangladesch und andere das gleiche Recht auf Umwelt, auf Entwicklung und so weiter haben, wie hierzulande auch. Und das finde ich, an diesem Punkt gibt es ein inhaltliches Problem der Weiterentwicklung von linker Politik, aber nicht unbedingt ein organisationspolitisches. Anne, der Horst Kahrs meinte gerade, die Linke, wie sie ist eine ganz ordentliche Grundvoraussetzung. Nur ist es ja nicht so, dass als damals 2007 dann die Linke gegründet wurde, es gibt ja weiterhin viele Menschen, die sagen, dass sie links sind, aber merkwürdigerweise immer noch nicht in unsere Partei hineingeströmt sind. Gibt es Gründe dafür, die an uns liegen? Könnte es sie geben oder müssen wir besser erklären, wie toll wir sind? Vielleicht ist das Problem. Beides. Beides. Also das bessere Erklären, wie toll ihr seid, da ist auf jeden Fall noch ein Defizit. Ich muss vorwegschieben, dass ich gerade ein ganz interessantes Erlebnis hatte. Ich bin ja sozusagen hier eingeladen, die Außensicht zu machen, das Nicht-Parteimitglied, die nicht organisierte, wenn man so will, parteipolitisch organisierte Linke zu sein. Gleichzeitig, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob du das vorhin gesagt hast, ist es ja so, dass ich für die Bundestagsfraktion arbeite. Auch nicht das erste Mal, das ist in meinem Leben schon häufiger vorgekommen und ich habe gestern, vertrete hier ja so ein bisschen vor allen Dingen das Internet, wo ich mich seit 15 Jahren netzpolitisch und medienaktivistisch bewege. Habe also gestern mal, weil ich dachte, was machen wir hier morgen eigentlich auf diesem Podium, es geht irgendwie darum, ist die Partei toll, ist sie das nicht, einfach mal gedacht, muss ich ja nicht alleine machen, twittere ich halt mal, ihr sollt hier, sagt mir mal, was ihr an der Partei Die Linke doof findet.
Und dann gleich noch hinterher, ich weiß nicht genau, ob das dann arbeitsrechtliche Konsequenzen hat, wenn ich sage, dass ich die Partei schwierig finde. Und ich habe eben gerade schon auf dem Podium sitzend noch eine Nachricht bekommen und ich sage nicht von wem, wo es hieß, von mir aus kannst du gerne sagen, dass Parteien scheiße sind, aber ich bin nicht deine Arbeitgeberin, Ausrufezeichen. So. Das setzt mir jetzt schon wieder eine gewisse Zwangssituation vor mit dieser Partei, die aber auch schon so ein bisschen beschreibt, was eins der Probleme mit der Partei sind. Ich lasse mich davon jetzt nicht beeindrucken, weil ich erlebt habe, dass man auch für andere Arbeitgeber arbeiten kann und ich in dem Fall jetzt als Mitarbeiterin im Untersuchungsausschuss NSA diesen Job sehr gerne mache und weiß, warum ich den mache und trotzdem weiß, warum ich nicht Parteimitglied bin und damit eigentlich ganz gut zurechtkomme. Ich glaube, dazu vielleicht noch, dass es wichtiger wäre, wenn in der Partei akzeptiert würde oder besser akzeptiert würde, dass andere Politikformen haben, die auch gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Dieses Gleichberechtigte, da sehe ich manchmal ein kleines Problem, allerdings aus verschiedenen Richtungen auch. Zu den Tweets, das hat mich wirklich erstaunt, das war gestern Abend, ich weiß nicht mehr genau, aber so gegen 10, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel los im Internet, samstagabends um 10 und da kamen über 30 Reaktionen innerhalb von einer Stunde, also da steckt Emotion drin, da war viel Bedürfnis, sich mitzuteilen, also diese Diskussion scheint Interesse hervorzurufen, da gibt es also Leute außerhalb, und das passiert mir selten, dass auf einen Tweet oder auf eine Frage so viele Reaktionen kommen. Ich will euch auch nicht vorenthalten, was das ist, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Vieles davon, denke ich, kennt ihr. Was ist an der Linke doof, der Arbeitsbegriff? An oberster Stelle dieses Vollzeitarbeit muss sein und sozialversicherungspflichtiges zahlt mir irgendwann die Rente, das beschäftigt ja die Partei auch sehr ausführlich, insofern ist das jetzt nicht überraschend, aber das ist sehr häufig genannt worden. Thema Antisemitismus, Israel natürlich, Krieg und Frieden, Außenpolitik, also klassische Konfliktthemen der Partei natürlich, mit sehr unterschiedlichen Positionen dazu, je nachdem von wo sie kamen. Und entsprechend auch das Pärchen entweder ist zu stark auf Opposition verhaftet und will keine ordentliche Politik machen, alternativ zu, ist zu reformistisch und nicht mehr richtig links. Also das sozusagen, je nachdem, wer gerade geantwortet hat, kam ganz viel. Ganz interessant fand ich, hat ganz viele Sternchen bekommen im Netz, der anmaßende Name. Der anmaßende Name, also als ganzer Tweet hieß das, als sei die Partei die gesamte Linke. Da ist ganz viel Unterstützung für gekommen. Das ist jetzt nicht zu ändern. Ich denke, das hat, aber trotzdem, finde ich, sagt das einiges darüber aus, wie sozusagen die Nicht-Partei Linke sich im Verhältnis zur Partei Die Linke wahrnimmt. Und auch, ich glaube, nee, das waren Piraten, weiß ich gar nicht genau, aber die ihre Netzpolitik, wenn sie an der Regierung ist, ja, das würde ich unterschreiben, finde ich auch schwierig. Ja, also das waren so ein paar von den Reaktionen, die da kamen. Da, also finde ich, kann man als Partei vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Diskussion suchen mit der außerparlamentarischen Linken, die offensichtlich ein Interesse an dieser Diskussion und an der Auseinandersetzung hat. Und ansonsten, jetzt mal abgesehen von diesen Reaktionen, oder einen vielleicht noch, den fand ich auch sehr schön. Ich habe dann versucht, mich vorzubereiten. Das hatte mir jemand einen Link geschickt mit einem langen Text von Horst Kaas, der gute Texte schreibt, das weiß ich, und dessen Analysen, glaube ich, sehr wertvoll sind. Nichtsdestotrotz fällt es mir schwer, so eine langen Texte durchzulesen. Ich kann auch Parteitagsreden nicht anhören oder irgendwie lange Demoaufrufe durchlesen. Das ist einfach nicht meine Politikform. Und während ich also versuchte, mich durch diese Wahlanalyse durchzukämpfen, kam ein Tweet aus Sachsen übrigens, dass sie ihren Punkrock verloren hat. Ästhetisch gesehen, finde ich schade. Früher war mehr Lametta. Und das stimmt, glaube ich. Die Linke ist ordentlicher geworden. Die Linke versucht also gerade diesem Vorwurf, ist nicht richtig politikfähig, kann nicht richtig mitmachen, kann das immer alles nicht, man kann das alles nicht finanzieren, was sie vorschlagen und so weiter. Auch das kennt ihr besser als ich wahrscheinlich. Damit wird es natürlich aber von außen betrachtet auch langweilig. Das sind alles so Außenwahrnehmungen, die dabei eine Rolle gespielt haben.
Wie gesagt, ich glaube, ich erzähle den meisten hier davon nichts Neues. Diese Vorwürfe, die sind ja bekannt. Was ich dabei vielleicht noch anmerken will, ist, dass ich auch denke, dass gerade dieses ordentlich mitmachen können oder gerade an der Regierung, wenn die Linke mitregiert in Ländern oder Kommunen, auch hier in Berlin gab es auch einen schönen Vorwurf dazu, der sich auf die verkauften Wohnungen bezog, dass sozusagen eher wahrgenommen wird, dass das versucht wird, ordentlich mitzumachen und regierungsfähig zu sein, was ja auch ein Vorwurf ist, der dann häufig kommt und weniger klare Kante gezeigt wird. Also Utopien, Visionen, tatsächlich, wir machen hier mal wirklich was grundlegend anders, dass das nicht erkennbar wird. Und meine Wahrnehmung aus dem auch Angucken von unendlich vielen Bundestagsdebatten ist auch, es gibt da eine Reihe von Vorwürfen, die kommen immer wieder, ist nicht finanzierbar und so weiter. Also jetzt mal abgesehen von dem Stasi-Vorwurf, dass ich den Eindruck habe, es wird manchmal zu stark versucht, sich daran anzupassen. Also doch ordentlich und richtig ernsthaft zu sein wie alle anderen und damit gewissermaßen dieses, wir können was anderes, also das vielleicht, was an Syriza und auch Podemos gerade so attraktiv gefunden wird, nämlich zu sagen, es gibt eine Alternative, die wollen wir auch in Parlamenten umsetzen. Und die ist aber tatsächlich was anderes als die bessere Sozialdemokratie. Dass das von außen so wahrgenommen wird, glaube ich, das wäre hilfreich, sich doch immer, nee, ich muss euch nicht erzählen, was ihr euch denken sollt, aber also, also wo eine linke Alternative, glaube ich, einfach mehr Vision und Utopie und Anderssein auch zeigen sollte. Und jetzt nochmal so ein bisschen aus meiner persönlichen Innenansicht, was ich frustrierend finde als eine, die dort arbeitet und nicht Parteimitglied werden will, einfach, also angefangen damit, dass ich persönlich mit solchen Formen einfach nicht gut zurechtkomme. Ich bin nicht in der Lage, mir stundenlange Geschäftsordnungsdebatten anzuhören und ich finde es richtig, dass die Linke in Parlamenten ist. Ich finde es gut, dass es diese Partei gibt. Das sage ich gleich weg und auch nicht nur aus arbeitsrechtlichen Gründen. Also ich arbeite ja freiwillig da. Aber es gibt einfach, die Menschen sind verschieden und ich persönlich tue einfach lieber andere Dinge, als mir solche Parteigremien anzutun, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube wahrscheinlich, dass es nur ganz wenig Leute gibt, denen das Freude macht und das ist letztlich auch eine Frage der politischen und persönlichen Prioritätensetzung. Aber ich denke, es ist jetzt nicht besonders verwerflich zu sagen, es gibt einfach auch andere Formen, die anderen Menschen mehr Freude machen oder die dann vielleicht effektiver sind und das ist in meinem Fall so. Das finde ich aber teilweise schwierig, im Kontakt mit der Partei akzeptiert zu kriegen, weil ich oft den Eindruck habe, dass so eine Atmosphäre da drin steckt, die letztlich ausstrahlt, eigentlich ist die einzig richtige Form doch unsere. Eigentlich müsstet ihr, also angefangen mit, das wird so nicht gesagt, aber das ist spürbar, dankbar sein, bei uns arbeiten zu dürfen, wo ich sagen würde, ich finde, das ist eigentlich ein gleichberechtigtes Verhältnis. Also ich habe einen Grund, warum ich da arbeite, es gibt Dinge, die ich gut kann. Ich hoffe, dass das der Fraktion auch nützt. Aber es ist jetzt sozusagen nicht nur so, dass ich denke, ich müsste jetzt vor Dankbarkeit, natürlich ist das ein Privileg, in der Bundestagsfraktion arbeiten zu können. Ich verdiene da ordentlich Geld, das sind alles Dinge, die ich hier nicht unter den Tisch kehren will. Dafür bin ich also auch froh und dankbar, aber nicht an und für sich dafür, dass ich gewissermaßen in dieser Situation bin, für die Partei gewissermaßen noch auf so einer Art unteren Stufe zu stehen. Das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, aber diese Wahrnehmung ist da häufiger mal zu spüren. Und gleichzeitig ist es so, dass ich auch den Eindruck habe, dass es in der Atmosphäre innerhalb der Partei ein bisschen der Blick fehlt, über diesen Suppentopf der eigenen Kultur hinaus zu gucken. Ein Thema, bei dem mir das besonders stark aufgefallen ist, wieder Internet, Medien, mit dem ich viel zu tun habe. Als die sozialen Netzwerke anfingen, stärker in unser Leben zu treten, dachte ich, das ist eine fantastische Gelegenheit, auch mal Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, außerhalb dieser Partei, weil noch nie war Vernetzen mit anderen einfacher. Und als ich dann beobachtet habe, wie viele zum Beispiel Facebook genutzt haben, dann hatte ich den Eindruck, doch nur, um untereinander zu diskutieren.
froh zu sein, diese Flügelstreitigkeiten und der ist aber doof, der hat da das und das gesagt und hast du schon gehört und ist das nicht schlimm, dann dort auszutragen. Und das ist, ich verstehe auch, dass das Bedürfnis da ist und das haben natürlich alle politischen Kulturen untereinander, aber diese Gelegenheit zu sagen, wir nutzen das, um jetzt mal mit den anderen zu reden, die vielleicht sonst gar nicht so genau wissen, wie sie mit uns in Kontakt kommen können, weil eben das Parteitagsevent doch nicht so attraktiv ist, die ist da vollkommen verschenkt worden und für mich ein Symbol dafür, sich lieber miteinander zu beschäftigen. Das ist, finde ich, gar nicht besonders spezifisch für die Linke jetzt vielleicht. Das ist, wenn man so will, ich will jetzt nicht das Wort Kinderkrankheit, das ist zu belastet benutzen, aber das ist auf jeden Fall ein Problem, was in der Linken auch anderswo zu sehen ist. Es ist natürlich leichter, sich aneinander abzuarbeiten, sich mit denen heftig zu bekämpfen, die man am besten kennt, weil wir deren Fehler auch gut kennen, aber natürlich wäre eigentlich die Herausforderung zu sagen, wir nutzen das, um die anderen, von denen wir vielleicht wollen, dass sie Mitglieder werden oder die wir darin akzeptieren können, dass sie keine Mitglieder sind und mit denen wir aber trotzdem was zu tun haben wollen, mit denen wir was zu tun haben müssen letztlich auch, weil wir alleine als Partei das ja dann doch nicht reißen können, mit denen zu reden und uns auszutauschen und vielleicht auch zu transportieren, was wir eigentlich wollen. Und diese Gelegenheit ist häufig verschenkt worden. Und ich würde gerne dazu animieren zu sagen, guckt, was um euch rum noch passiert und wer da noch ist und was die wollen. Ich glaube, dass es seit einer Weile ja auch eine sehr viel stärkere Bewegung dahin gibt, zu sagen, wir müssen die sozialen Bewegungen uns den sozialen Bewegungen annähern, mit denen Sachen gemeinsam tun. Ich blicke nicht genug durch, um zu wissen, welche Bedeutung das mittlerweile hat, aber das finde ich, die linke Partei alleine, genau wie die sozialen Bewegungen alleine, werden nichts reißen. Das heißt, das muss gemeinsam stattfinden und da würde ich denken, da muss einfach noch mehr passieren. Ich habe ja noch eine Reihe mehr auf meinem Zettel, aber ich lasse das jetzt mal sein, weil sonst wird es ja langweilig. Ja. So richtig den Eindruck, dass es langweilig wird, habe ich noch nicht. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen dazu. Bevor ich jetzt Fabian als Letzten für einen Input das Wort erteile, möchte ich noch mal daran erinnern, dass ich eine Redeliste führen würde, wenn es eine gäbe, und haltet ein bisschen die Hand hoch, bis ich dann rübernicke. Es sind ja inzwischen auch 80 Menschen hier im Saal. Tolle Sache, freut mich sehr. Fabian, ich knüpfe mal an dem Suppentopf an. Du bist nun hier in deiner Kenntnis als Vertreter eines nun 15 Jahre währenden Projektes in einem Leipziger Kiez, das, wenn ich richtig informiert bin, versucht, genau da so eine Art Scharnier zu bilden von, sag ich mal, den Eingeweihten einer Partei hin in die Eingeweihte eines Kiezes. Nun, ich weiß, es ist eine harte Herausforderung, in kurzer Fassung das darzustellen, aber kannst du da vielleicht Best Practices oder verallgemeinerbare Gedanken dazu uns geben? Ja, also ich bin Fabian, komme aus Leipzig, wie Stefan gerade schon sagte. Und warum ich hier sozusagen Jule ein bisschen vertreten kann, ist, also Jule gehörte sozusagen zu dieser nullten Generation des Linksnetz, so nenne ich das mal, die sozusagen zu einem Kreis gehörte, die 99 angefangen haben, sich zu überlegen, so ein offenes Abgeordnetenprojektebüro in Leipzig aufzumachen, und ich bin dann sozusagen genau die erste Generation, die sozusagen dazugekommen ist, als es noch nicht auf hatte, aber sozusagen eben schon damit konfrontiert war, dass es auf jeden Fall schon Leute gab, die das wollten. Genau, ich würde vielleicht kurz sagen, was ist das überhaupt, das Linksnet, und würde danach vielleicht auch nochmal genau die Frage von Stefan sozusagen mitnehmen, nicht nur über Best Practice, sondern warum das möglicherweise auch tatsächlich von Belang ist, wie Parteiarbeit aussehen könnte oder wie Arbeit in der Partei aussehen könnte. Genau, also erstmal kann man sagen, das Linksnet wird sozusagen, ist ein offenes Abgeordnetenprojektebüro und wird finanziert von Abgeordneten und in der Historie auch von ganz unterschiedlichen Leuten, in der jetzt gerade aktuell von zwei in den Hauptfinanziers, aber durchaus in der letzten Legislaturperiode, also von 2010 bis 2015, auch von etlichen Abgeordneten quer durch Sachsen. Und das ist sozusagen die Grundlage erstmal. Also es wird sozusagen finanziert aus den zur Verfügung stehenden Mitteln, die Abgeordnete haben.
Um sozusagen dort einen Raum oder Räume, müsste man eigentlich sagen, für Plenars, Veranstaltungen, Treffen, einen Ort zum Arbeiten, für Projekte etc. zu haben. Und zwar, und das ist wahrscheinlich ein bisschen entscheidend, unabhängig vom Parteibuch oder von der Eingebundenheit mit oder Zufriedenheit mit den jeweiligen Abgeordneten, die das sozusagen finanzieren. Also das heißt sozusagen tatsächlich für Initiativen aus dem Stadtteil, aus Gruppen, aus der linken Szene, für die auch Parteiorganisationen und Jugendverband etc. Die haben sozusagen dort sowohl, also die haben mit dem Linksnet einen Ort, wo sie sich treffen können, unkompliziert. Es gibt einen selbstverwalteten Raumkalender, das ist sozusagen auch das größte Chaos, was sozusagen dann de facto existiert, ist nämlich die Doppelraumbuchung, und es gibt aber keinen, der entscheidet, der darf sich treffen, sondern de facto eine Praxis von wer zuerst kommt, darf auch zuerst. Aber neben diesen Räumen und sozusagen so einer Infrastruktur sind die Infrastrukturmöglichkeiten sozusagen noch weiter. Es gibt sowohl große Schaufenster, in denen sozusagen unendlich viele Plakate hängen und die Gruppen und Initiativen etc. Da sozusagen ein Schaufenster auch zur Verfügung haben, was sie benutzen können. Und neben dem Kopierer und dem kostenlosen Telefon und einer Sozial- und Rechtsberatung in dem Büro gibt es sozusagen unendlich viele Gruppen, die ihre Postadresse im Linksnet haben und dort sozusagen ihre Postfächer haben. Das ist manchmal nicht ganz unwichtig, gerade weil das Abgeordnetenbüro natürlich Immunität hat und damit sozusagen auch für etwas geschützter ist vor Repression des Staates. Und es gibt sozusagen frei nutzbare Computer, die auch regelmäßig genutzt werden von Obdachlosen über Migrantinnen bis zu politisch Aktiven. Genau, wenn ich jetzt 15 Jahre zurückdenke, dann würde ich sagen, war nicht immer klar, dass das Linksnet sozusagen sich so als Stadtteilladen etabliert in Leipzig-Connewitz. Aber auf jeden Fall ein großer Faktor, warum das sozusagen glücken konnte, war auch, dass in den Räumlichkeiten des Linksnets ebenfalls noch ein Buchladen mit drin ist, der sozusagen zumindest in den ersten 8 Jahren auf jeden Fall auch der Türöffner war, dass Leute dieses Büro betreten. Also das ist ja sozusagen ein klassischer Fall, dass sozusagen Abgeordneten und Parteibüros für Leute, die nicht unmittelbar etwas von diesem Büro wollen, dann auch sozusagen da nicht reingehen. Und das ist hier sozusagen mit so einem Buchladen, mit so einem Türöffner geschafft worden, dass da sozusagen Leute auch reinkommen, die erstmal nur ein Buch kaufen wollen oder bestellen müssen und damit sozusagen auch dann trotzdem schon in dem Raum sind. Genau, weil ich jetzt geschildert habe, was sozusagen das Linksnet ist und was dort sozusagen alles vorliegt, noch eine andere Sache, wie organisieren wir uns und wer hat eigentlich die Macht über die Ressourcen? Und das ist sozusagen, genau, also wir sind im Linksnet sozusagen nicht wenige, die sozusagen dort sich sozusagen solidarisch miteinander um die Strukturarbeit kümmern, also dass die Öffnungszeiten abgedeckt sind, dass, keine Ahnung, geputzt wird und so eine Sachen oder jemand da ist, wenn sich Gruppen treffen, die keinen eigenen Schlüssel haben. Und bei diesen Absprachentreffen, die wir sozusagen einmal die Woche haben, ist sozusagen etwas, was so nicht so häufig ist nämlich sozusagen eine Entkopplung von denjenigen, die die Ressourcen geben und die haben aber sozusagen nicht automatisch die Macht über die Ressourcen, die dann sozusagen dort genutzt werden. Also sowohl die Wissens- als auch die Finanzressourcen ist der Versuch, diese zu öffnen und mehr Leuten zur Verfügung zu stellen, als sie eigentlich per Gesetz sozusagen noch stehen, denn die Ressourcen sollen ja eigentlich nur dem Abgeordneten die Möglichkeit bieten, sein Abgeordnetenbüro zu machen, damit dann der Bürger da hinkommen kann, sondern hier ist sozusagen der Versuch, diese Ressourcen auch mit Leuten gleichberechtigt zu teilen, die eben gerade ehrenamtlich im Linksnet arbeiten, die Mitarbeiter sind oder eben Abgeordnete und da sozusagen kein Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch der Grund und diese Praxis, warum Katja jetzt auch in dem Manifest sozusagen sagt, dass hier mit dem Red Rocks und dem Linksnet, das Red Rocks funktioniert ganz ähnlich,
warum da sozusagen Laboratorien entstehen, die sozusagen möglicherweise Signalwirkung haben könnten für eine neue Demokratie, wie sie die Linke anstrebt. Denn ich würde halt schon sagen, im Gegensatz zu Horst Kahrs vielleicht, dass die Repräsentanzproblematik tatsächlich auch eine ist, die organisatorisch gelöst werden müsste und oder kann. Und die Freiräume, die sozusagen eben existieren und die Ressourcen, die da liegen, die Abgeordnete haben, können entweder in Anführungsstrichen privatisiert werden. Und das heißt, der Abgeordnete entscheidet, ob jetzt die Demo mit 200 Euro unterstützt wird oder die in die Gruppe eine Anlage gestellt bekommt. Und bei uns funktioniert das halt anders. Da sind es halt die Leute, die sozusagen dieses Projekt sind. Und das heißt, im Zweifel hat der oder die Abgeordnete einfach keine Mehrheit gegen die anderen. Und das heißt sozusagen, er kann zwar, sein Geld ist sozusagen im Projekt und es wird für irgendwas ausgegeben, was er nicht gut findet. Aber genau, diese Konsequenz und dass Ressourcen sozusagen im Zweifel man nicht mehr die Verfügungsgewalt darüber hat, sondern die Verfügungsgewalt abgegeben hat an einen größeren Kreis, an ein Kollektiv, die finde ich sehr spannend und finde deswegen auch, dass man diese Möglichkeiten schon auch nutzen kann. Und es gibt nicht so viele Beispiele, wo die Linke sozusagen versucht, tatsächlich neue Wege zu gehen, dass dieses Empowerment, was sozusagen alle ja tatsächlich immer gebrauchen oder diese Selbstermächtigung, tatsächlich versucht wird. Denn Realität ist die tatsächlich nicht. Also ich würde eher sagen, dass die Partei so eine Bespaßung von Mitgliedern im Zentrum hat, aber es diese Wissens- und materiellen Ressourcen, die in den Fraktionen bei den Abgeordneten liegen, dafür gibt es viel zu wenig Konzepte, dass diese kollektiviert werden oder vergesellschaftet werden, diese Ressourcen. Genau, das vielleicht so zum Anfang. Genau. Danke, Fabian. Ich freue mich sehr, dass ich eine quotierte Redeliste präsentieren kann. Ich bitte darum, erstens, dass du beginnst, zweitens, das Mikro benutzt und drittens, dass alle, die reden, vielleicht am Anfang kurz ihrem Namen sagen, weil das ja auch interessant ist. Ist das interessant? Ja. Latsch rum mit dem Mikro. So, ich heiße Sandra Steiner und ich möchte dir, Horst, gerne ganz entschieden entgegentreten, weil ich nämlich glaube, dass die Linke strukturell überhaupt nicht gut ist, so wie sie ist. Ich bin ein Neumitglied und habe gehofft, dass ich hier auf Strukturen treffe, in die ich mich einbringen kann, in denen ich aber auch abgeholt werde. Ich werde aber nicht gut abgeholt. Und ich glaube, dass das, was in der Linken wirklich gut funktioniert, fast ausschließlich auf der Eigeninitiative bestimmter aktiver Personen basiert. Und das reicht mir nicht. Ich möchte gerne, dass die Linke Strukturen entwickelt, in der auch die Leute abgeholt werden, die sich nicht so aktiv einbringen können, vielleicht auch nicht wollen. Ja. Jetzt erstmal du, genau. Du. Ich heiße Peter Schmidt, ich bin aus Berlin. Hört man vielleicht? Mir ist vorhin ein bisschen was aufgestoßen in dem Beitrag vom Horst Kahrs. Er sprach darüber, dass die Linke ja Vertreter der unteren sozialen Klassen wäre. Das ist mir ein bisschen komisch vorgekommen. Vor allem der Ausdruck untere. Ich bin der Meinung, dass wir davon wegkommen sollten, diesen Ausdruck zu gebrauchen. Nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Denken. Wir sollten vielleicht dazu übergehen, von den großen sozialen Klassen zu sprechen, von den Mehrheiten in der Bevölkerung, deren Vertreter die Linke sein will. Und das ist tatsächlich so, zahlenmäßig. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, warum die Wählerzahlen, glaube ich, so zurückgegangen sind.
Da wurden diese 1,5 Millionen oder so beklagt, die auf einmal wegblieben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dieser Kommunikation zu tun. Denn wenn man, sagen wir mal, ein Freiberufler sagt, untere soziale Klassen, dann lehnt er sich zurück und sagt, da gehören wir doch gar nicht zu, da bin ich doch nicht mit gemeint. Das kann sogar bei einem Hartz-IV-Empfänger so passieren. Wenn der hört, ich soll ja untere soziale Klasse sein, nee, das sind da die Asylanten, die sind ganz unten, also ich bin damit nicht gemeint. So. Diese Leute erreicht man damit dann nicht, wenn man sagt untere soziale Klasse. Wenn man sagt Mehrheit und wenn man sagt, wir wollen Gerechtigkeit für die Mehrheit der Bevölkerung, für die großen sozialen Gruppen in der Bevölkerung, dann kriegt man die alle. Dann kriegt man auch Teile des Mittelstandes. Dann werden die nämlich sagen, okay, ja, wir sind eine große soziale Gruppe und wir sind nicht die untere. Und dann erreicht man die. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen erzählen von einem Backpfeifen-Erlebnis, was ich vor ein paar Wochen hatte. Ein befreundeter Pressefotograf aus Dresden schickte mir ein paar hochauflösende private Bilder von einer Pegida-Demo. Das war wie eine Ohrfeige für mich. Ich konnte da zum ersten Mal die ganzen Losungen lesen, in größerer Anzahl, die da mitgeführt wurden. Und ich dachte, ich spinne. Unter fast der Hälfte dieser Losungen hätte meine Unterschrift stehen können. Laufen da so viele Linke mit? Das war für mich unvorstellbar. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn das für Losungen, wo kommen denn die her? Warum schreiben denn die Leute solche Forderungen, die von einer linken Partei stammen könnten? Und da muss ich sagen, die hatten fast alle einen gemeinsamen Nenner. Diese Menschen, die dort mitlaufen, fühlen sich ungerecht behandelt. Die wollen einfach mehr Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, nicht nur in der Verteilung der Rentengelder, nicht nur in der Verteilung der Löhne, die wollen auch soziale Gerechtigkeit an der Teilhabe. Die wollen auch eine gerechte Verteilung zum Beispiel von Arbeit, von Arbeitsplätzen. Und es sind genug Arbeitsplätze da. Was nicht klappt, ist die Verteilung. Beziehungsweise, was nicht gerecht passiert, ist die Verteilung. Und ich glaube, eine Gerechtigkeitskampagne im Sinne, das muss doch drin sein, auch mehr Gerechtigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, das würde viele Wähler bringen können und Wählerstimmen und Anhänger. Danke. Bevor ich jetzt Sabine leite, ich das Wort erteile, bitte ich jetzt nochmal, weil die Rednerinnenliste gerade explodiert ist und ich sie abschließen möchte, dass ihr sozusagen dann vielleicht nochmal die Arme hochnehmen, damit ich alle notiert habe. Und ich bitte dann, weil die Zeit leider im Leben begrenzt ist, um ungefähr 2 Minuten Begrenzung. Na? Okay, Sabine, du bist drauf. Ja, also Sabine Leidig, ich bin Bundestagsabgeordnete und wünsche mir umgekehrt von dir, Stefan, dass du vielleicht versuchst, die Diskussion ein bisschen zu strukturieren, weil wir haben jetzt ein Riesenfeld aufgemacht und ich weiß gar nicht, wie man da jetzt so dran geht. Ich fange jetzt einfach mal an und sage zu verschiedenen Punkten was, zu denen mir was eingefallen ist. Ich finde, dass Horst einen wichtigen Punkt gemacht hat, auch wenn man natürlich nicht durch die Gegend läuft und sagt, Leute, ihr seid die Unterschicht, wir machen was für euch. Das ist ja nicht der Punkt, sondern dass das ist schon ein Selbstverständnis, was ich als Linke habe, egal ob ich in der Partei organisiert bin oder nicht, dass wir die Perspektive der Armen einnehmen. Also so würde ich es mal verallgemeinern. Und die Armen gibt es nicht nur hierzulande, sondern die gibt es vor allen Dingen weltweit. Und das stellt uns, finde ich, als Linke vor eine enorme, auch theoretische Herausforderung. Also wie kann es gelingen, die Produktions- und Lebensweise hierzulande so zu verändern, dass wir nicht länger auf Kosten eines großen Teiles der Weltbevölkerung leben. Das, finde ich, ist eine Herausforderung, die uns quasi mit der Perspektive der Armen gegeben ist. Und wir haben in anderen Veranstaltungen hier auch auf dieser Konferenz
an dieser Frage gearbeitet und eine Formulierung, die ich ganz interessant fand, war, dass, und da komme ich auch auf die Frage, reicht es, wenn die Linke eine bessere Sozialdemokratie ist, dass es eben nicht reicht oder nicht mehr reicht zu sagen, wir wollen umverteilen in der Gesellschaft, sondern dass wir uns der Frage stellen müssen, wie wir die Gesellschaft umbauen können. Also den sozial-ökologischen Pfad sozusagen entwickeln, der eben dann die globale Perspektive der Armen mit einbezieht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu abstrakt ist. Aber das ist aus meiner Sicht eine Schwäche und damit verbindet sich aus meiner Sicht auch die Kritik am Arbeitsbegriff, weil sozusagen die warenproduzierende Arbeit eben ein Problem darstellt für den Globus insgesamt, weil unendlich viel Dinge produziert werden, die unendlich viel Ressourcen verbrauchen und damit Menschen im Süden vor allen Dingen dieses Globus die Lebensgrundlage entziehen. Das finde ich ist eine starke inhaltliche Herausforderung. Organisatorisch und von der Kultur der Linken, ich komme aus 30 Jahren nicht parteiförmiger linker Arbeit und kann daher gut nachvollziehen, was Anne gesagt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass es bestimmte Aufgaben gibt, die die Partei hat. Also zum einen kann ich aus meiner Erfahrung als Attac-Geschäftsführerin sagen, dass es sozusagen eine Grenze gibt, die nicht parteiförmige Akteure, NGOs, Bewegungen, Aktionsbündnisse und so weiter nicht überschreiten können, weil sie eben nicht Partei sind und weil in unserem Staat die Parteien eine ganz besondere Rolle und Aufgabe haben. Und da wäre aus meiner Sicht die, oder ist die Aufgabe der Linken, die sie auch gar nicht schlecht wahrnimmt, ja, dass eben das, was an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen läuft, dass das Teil der selbstverständlichen Beschäftigung der Partei wird, dann beschäftigt man sich auch nicht mehr so viel miteinander und mit den Strömungsstreitigkeiten, die im Kern nach meiner Wahrnehmung in Wirklichkeit Streit um Ressourcen, um Machtpositionen sind und nicht in Wirklichkeit inhaltliche Auseinandersetzungen. Letzter Punkt, genau. Ich finde auch, dass eine Partei die Aufgabe hat, ein Ort der Bildung und Selbstverständigung zu sein, weil für viele einfach die Verhältnisse so unübersichtlich sind und ja, also sozusagen die Zusammenhänge zu diskutieren und zu verstehen, in welcher Gesellschaft wir leben und wo Veränderungsmöglichkeiten sind, das muss eine Partei, wie die, also muss die linke Partei organisieren und da kann sie noch besser werden, finde ich. Danke. Also deine freundlich gemeinte Bitte, die Diskussion zu strukturieren, das werde ich zumindest während des Input-Teils natürlich nicht machen, weil ich auch gar nicht weiß, was in euren Köpfen drin ist und was danach rauskommt. Dementsprechend fällt mir, aber im Nachgang, glaube ich, werden wir dadurch wieder eine Struktur reinbekommen, da sich ja die Ideen, Fragen, Impulse durchaus auch auf das beziehen, was die vier Referentinnen hier sagen. Wir werden natürlich auch noch eine gute Schlussrunde bekommen. Ich weise nochmal darauf hin, bevor du, Mensch mit dem Bart, jetzt dran bist, kannst du mal zum Mikro gehen. Immer wenn ich so mache, ist das mein freundlicher Hinweis, dass die Zeit ungefähr da ist. Ne? Ich möchte meine Macht nicht missbrauchen, ich kann es nicht mal. Ja, der Mensch mit dem Bart ist Jens Karlberg hier aus Berlin, Mitglied der Linken. Also ich denke mir nicht, dass wir eine neue Partei brauchen, aber ich bin der Meinung, wir brauchen unbedingt eine Strukturdebatte, weil aus meiner Sicht ist die Linke zurzeit viel zu stark eine Parlamentspartei. Alle, die was zu sagen haben bei uns in der Partei, kommen oft aus der Fraktion. Sie gehen in die Talkshows, die normalen Mitglieder sind kaum repräsentiert. Für mich bedeutet, dass wir, wenn wir eine neue Gesellschaft, und das ist ja Konsens hier, wollen, das heißt, dass wir eine Voranschreitung der Demokratisierung brauchen. Für mich kommt Demokratisierung von unten und nicht von oben. Und deswegen meine ich, habe zum Beispiel letztens Gesine gefragt, ob sie ihr Leben lang im Parlament sitzen will. Sie hat die Frage gar nicht verstanden, weil das so selbstverständlich ist, dass man da weitermacht. Wenn man am Fleischtopf ist, dann bleibt man da. Und das ist ja auch ein ganz schönes Leben.
Ich gönne es jedem, aber es hat wenig mit Demokratie zu tun. Demokratie muss eben von unten kommen. Und ich sehe viel zu oft, auch auf dem Podium, ich komme aus einer leider stalinistischen Partei, früher die SEW hier in Berlin, aber was ein Vorteil war, war, dass unheimlich viele Menschen, die in dieser Partei waren, kamen, waren Arbeiter, waren in ihrer Berufssituation. Und ich sehe, dass die Linke das unheimlich viel Genossen in den Schoß der Partei wollen, ihren Job da haben wollen. Und wir sind unheimlich wenig verankert an der Basis. Und deswegen finde ich, müssen wir unbedingt dieses Prinzip, was die Grünen mal hatten, aufnehmen, dass man maximal 2 Jahre im Parlament ist und dann wieder zurückging, weil wir müssen an der Basis verankert sein und da müssen die Kader hin und das nützt nichts, wenn sie den weichen Parlamentssessel haben. Und deswegen denke ich mir, da hat die Linke viel zu tun. Und es ist auch ein Punkt, und das ärgert mich, ich wollte also immer wieder zur Attac zurück, weil ich sage, naja, diese Parlamentsgeschichte schafft auch unheimlich viel Opportunismus und ich finde das schade, dieses Gerangel um die Plätze im Abgeordnetenhaus. Ich habe sie nie mitgemacht und dazu bin ich auch zu alt jetzt, werde es auch niemals tun. Aber wenn wir da nicht von wegkommen, wird es so bleiben, dass 50% in dieser Gesellschaft also wirklich verdrossen sind auf die Parteien und keinen Bock auf diese Parteien haben. Ich denke mir, da ist der Ansatzpunkt der Linken, wo wir es verändern müssen. Danke. Jetzt die letzte Frau auf meiner abgeschlossenen Rednerliste, das ist die Susa, es bereitet sich vor. Vor Antje, der Mensch, tipp mal den Menschen vor dir an, Antje. Genau, er. Ja, ich bin Susanne Karawanski. Ich habe 2 Fragen an 3 Leute. Und zwar erste Frage an Horst und Anne. Ihr habt ja sozusagen so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis aufgebaut, worin jetzt also eine Chance bestehen könnte für die Linke, sowohl in ihrer Verfasstheit als auch von den Themen, aber was sozusagen das Spannungsverhältnis ist, woher sie auch kommt. Und da auch so meine Frage hin, wenn man Visionen entwickelt, sowohl thematisch als auch Experimente eingeht, wie Fabian sie ja auch dargestellt hat mit dem Linksnet, ist das ja auch mal mit einem Risiko verbunden. Und das Risiko zeigt sich ja beispielsweise in der Angst oder in der Sorge, nicht entsprechende Wahlergebnisse dann einzufahren, weil das ist das, was auch die Aufgabe von einer Partei ist, sonst würde sie ja sich auch nicht Wahlen stellen, um sozusagen Sitze in Parlamenten zu erhalten, um dann tatsächlich auch wirkungsmächtig zu sein, neben allem anderen, also neben außerparlamentarischer Aktivität, die möchte ich jetzt aber gerade in diesem Fall mal nicht ansprechen. Wie kriegt man denn den Spagat hin zwischen einer Risikobereitschaft einer Partei mit unterschiedlichen Traditionen und Erwartungen, sowohl an ihr Klientel, was sich, das wurde ja auch gerade deutlich, sich fragmentiert. Es ist nicht mehr sozusagen ein Milieu oder eine Schicht. Wie kriegt man denn das hin, ohne dass man sowohl vor der Schwierigkeit steht, so ein Risiko einzugehen, dass es unkalkulierbar wird und man dann sozusagen abgestraft wird, sowohl von der Gesellschaft als Zuspruch als von den Wählerinnen, da würde ich auch nochmal eine Unterscheidung machen, und trotzdem Lametta und punkrockig zu sein. Und die zweite Frage, die geht an Fabian nochmal so in Richtung Linksnet. Du hattest ja sehr viel von der Organisation, also wie das entstanden ist und wie ihr euch organisiert erzählt. Mich würde aber mal interessieren, es gibt so viele Projekte, die genau das wollen, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich dann so in die ländlichen Strukturen schaue, da gibt es ja ganz viele Projekte, die auch so ähnlich angelegt sind. Wie habt ihr es geschafft, dass tatsächlich dieser Sprung in die Stadtgesellschaft oder in den Kiez gelungen ist? Weil ich glaube, diese Methoden, die du beschrieben hast, versuchen ganz viele andere auch. Aber trotzdem gelingt die Ansprache oder das Zusammenwirken nicht. Also vielleicht dazu noch mal so ein paar Sätze. Danke. Jetzt du und es bereitet sich vor. Ich habe hier links vorne stehen. Hat sich hier links vorne? Du bereitest dich vor. Ja. Ja, hallo. Ich bin der Tim aus Berlin. Und ich möchte auch was zur Struktur sagen, was mein Vorredner gerade schon mal gesagt hat. Und dann auch Vorschläge bringen, wie die Linke sich mehr öffnen könnte und eben auch mehr Wähler bekommen könnte und da vielleicht auch eine Resonanz bekommen vom Podium. Ja, ich fand das vom Fabian sehr gut, den Ansatz, um jetzt mal so einen Link zu kriegen zum Podium. Vorneweg, also ich glaube, ich schaffe es in 2 Minuten ganz vorneweg nochmal grundlegend. Also für mich
gibt es in der Gesellschaft, ganz stark vereinfacht, wir haben ja jetzt leider nicht viel Zeit, grundsätzlich zwei Sachen. Einmal ist die politische Meinung und dann auch die Struktur. So, und beides ist, finde ich, wichtig, und ich will mich jetzt ein bisschen mehr auf die Struktur konzentrieren. Und Struktur wäre für mich eben Demokratie. So, und ich glaube, die Demokratie, die wir heute haben, ist tatsächlich total unattraktiv. Und die Linke muss sich mehr öffnen auf jeden Fall. Also nur um mal eine Zahl im Raum zu werfen, 99,9% der Bevölkerung von Deutschland sind nicht Mitglied in der Linken. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass die Linke diese Leute braucht natürlich, weil wenn nur die Leute, die Mitglied sind, die Linke wählen, dann kann die Partei einpacken und alle anderen Parteien könnten dann auch einpacken. Also wir brauchen auf jeden Fall die Leute von außen, und wie kann das funktionieren? Und ja, da muss man zurück, um sich überlegen, was Demokratie eigentlich ist. Und für mich teilt sich das in zwei Prozesse. Einmal ist das ein Prozess der Meinungsbildung. Das heißt, es muss eine Plattform geben, es muss ein Forum geben, wo jeder, alle, egal welche Partei er angehört oder überhaupt eine Partei angehört, seine Meinung sagen kann, wo alle Menschen darüber auch abstimmen können. Das wäre dann die Meinungsbildung. Und dann im zweiten Schritt muss es einen Prozess geben, wo diese Meinung tatsächlich im höchstmöglichen Umfang eben auch umgesetzt werden. Dann eben von Parteien, weil das ist ja auch wegen unserer Verfassung allein schon, ist das nur mit Parteien möglich. Und ich glaube, die Linke kann sich da an beiden Sachen beteiligen. Erstmal, dass sie so eine Plattform schafft, und dann im zweiten Prozess nochmal richtig, indem sie wirklich weg von dem Ziel kommt, nur ihre eigenen Mitglieder zu vertreten, hin zu dem Ziel, okay, wir wollen mit unseren linken Haltungen potenziell die 80% der Bevölkerung auch wirklich vertreten. So. Und dann wäre potenziell die Partei tatsächlich bei viel mehr Wählerstimmen auch, wenn man sich wirklich öffnen würde und nicht nur diese ganze politische Meinungsbildung innerhalb der Partei immer umsetzt, ja. Das ist mein Vorschlag, danke. Jetzt du, und der Ralf Becker hatte sich gemeldet, bereitet sich vor. Okay, ich versuche es mal. Das Martin Delius, also erstmal, mein Name ist Peter Skowski, ich komme aus Bielefeld, lebe in Baden-Württemberg. Auf diese Unterscheidung komme ich gleich in meinem Schlusssatz nochmal zurück. Dass Martin Delius hier auf diesem Podium sitzt, hat ja auch etwas mit dem Versagen der Linken zu tun, dass eine Partei, dass die Linke nicht dazu in der Lage war, das Wählerpotenzial, das Martin hier repräsentiert, ein linkes, fortschrittliches Wählerpotenzial, aufzunehmen, zu erkennen, dass es das gibt, hat was mit strukturellen Versäumnissen der Linken in ihrer eigenen Verfasstheit zu tun. Sie hat technologische Entwicklung, die digitale Revolution und viele, viele andere Dinge in dieser Gesellschaft verpennt, es dadurch verkackt, und dadurch ist Martin hier auf diesem Podium. Ich habe persönlich nichts gegen Martin, ich würde mich freuen, wenn er da weiterhin sitzt. Nichtsdestotrotz muss es aber die Aufgabe der Linken sein, genau dieses Potenzial, das Martin als Abgeordneter repräsentiert, anzugehen und darum zu werben, dieses in die Linke zu integrieren, weil das sind Menschen, die auch diese Partei halt verändern und verbessern können. Das andere ist, darum dieser Einstieg, ich komme aus Bielefeld, das liegt in Nordrhein-Westfalen, und lebe in Baden-Württemberg. Ich war mal in der gleichen Partei wie Martin, und bin zu den Linken gegangen, aber eben in Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen hätte ich dies nicht getan, weil in Nordrhein-Westfalen ist diese Parteistruktur einfach so, dass jede Kritik an dieser Partei als Salz in eine offene Wunde streuen betrachtet wird, während gleichzeitig permanent Zucker in diese offene Wunde gestreut wird und alle Leute sich erzählen, wie toll diese Partei doch ist. Wenn diese Partei langfristig hegemonial in dieser Gesellschaft werden will, muss sie auch für viele, viele Schichten wählbar sein. Das geht einfach nicht, wenn man so auf dem Bestehenden beharrt und so weitermacht wie bisher. Danke. Ralf, und Tim bereitet sich vor. Ja, Ralf Becker, Landesverband Sachsen, Grundsatzkommission dort unter anderem und von Profession Philosoph. Ich muss Horst Kahrs auch dezidiert widersprechen. Horst, wir müssen uns doch gemeinsam mal die Frage stellen, warum du hier ein inhaltliches Problem siehst und gleichzeitig nicht danach fragst, woran das eigentlich liegt. Wenn wir nach 25 Jahren Nachwendeentwicklung von SED, PDS bis hierher bei 6 Programmen und entsprechenden Debatten immer noch nicht in eine wirkliche vereinigende Strategie gefunden haben, die uns in die Lage versetzt, das Hegemonieproblem anzugehen. Denn ohne dem geht es ja nicht. Es ist ja davon gesprochen worden, dass wir an die Leute ran müssen, dass wir Hinterland brauchen und über Hinterland und Wählerschaft dann vielleicht auch Einfluss gewinnen. Dann haben wir ein strukturelles Problem. Ich will auch nur skizzieren,
Also ich meine, du kannst ja bei Robert Michels nachlesen, bei Max Weber nachlesen, Hans-Herbert von Arnim, Oma Bundesdeutsche oder so, also Parteiensoziologie. Berufspolitik und Ehrenamt ist ein Gegensatz nach meiner festen Überzeugung in dieser Partei inzwischen geworden, der sich kaum noch überbrücken lässt. Auch wegen Ressourcenverteilung, die wir eben zugeschmissen bekommen durch das bürgerliche parlamentarische System, so wie es nun mal ist. Nur sie werden individuell zugeschmissen und die Frage ist, wie kommt das in die Transformation zur politischen Arbeit hinein? Und ich, um hier nicht Dinge, die dann auch rechtlich relevant sind, zu sagen, aber wir haben zum Beispiel Probleme, dass wir Kämpfe austragen zwischen Mandatsträgern und den Parteistrukturen über Finanzierung von Büros und ähnliche Dinge mehr. Und wenn wir da schon intern diese Solidarität nicht haben, wie wir gemeinsam, freundschaftlich das lösen, sondern dann eher einen Rechtsweg gegeneinander beschreiten innerparteilich, dann haben wir auch nicht bloß ein strukturelles Problem, dann haben wir auch ein klimatisches, ein kulturelles Problem, ein Problem der politischen Moral, das immens ist. Ja, also das wollte ich sagen. Und zur Repräsentanz nur noch ein Wort, dann bin ich sofort fertig. Volk repräsentieren. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir die soziodemografische Durchmischung des Volkes vielleicht ein klein bisschen abbilden in unseren parlamentarischen Repräsentationen. Denn Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, Rente geht nicht. Wir brauchen Rentner, die im Berufsleben Rentner geworden sind und dann vielleicht ins Parlament kommen. Aber nicht welche, die dort Rentner werden. Tim? Und du bereitest dich vor. Entschuldigt, dass wir den Finger zeigen. Ne? Ja, Tim Detzner aus Chemnitz. Es ist jetzt schon von vielen angesprochen worden, dass wir als Partei es dringend nötig haben, uns zu öffnen. Und ich glaube, eine Partei, die einfach in den sehr auf Parlamente, auf den Parlamentarismus beschränkt ist und fixiert ist, hat immer das Problem, dass sie sich diesen Form auch einfach anpasst. Es ist dieses Wochenende ganz viel angesprochen worden. Wir haben eine Krise der repräsentativen Demokratie. Ich denke, die ist aber vielmehr eine Krise der parlamentarischen Willensbildung. Ne? Es findet gar kein Austausch, gar keine Willensbildung in den Parlamenten statt, sondern es wird einmal am Wahltag, ist das Ergebnis fest und dann wird durchregiert, je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und an einem Punkt haben wir einfach als Partei das Problem, dass wir diese ganzen Funktionsweisen in die innerparlamentarische, in die Struktur der Partei einfach ganz massiv übertragen. Ne? Die ganzen Flügelauseinandersetzungen, die wir in der Partei haben und dieser ganze Kampf darum, der uns in allen Ebenen der Partei unwahrscheinlich lähmt und blockiert, ist ja genau das, dass wir Gruppen, Flügel, Teile der Partei immer wieder nach irgendwelchen Proports abbilden wollen. In allen Führungsstrukturen immer geht es nur darum, um die Verteilung der Strömungen und der Meinungen. Und das zeigt einfach, dass wir da sozusagen die Probleme, die repräsentative Demokratie, die der Parlamentarismus uns mitbringt, übertragen wir in die Partei. Und wir brauchen dort einfach viel mehr Druck von außen, viel mehr Druck aus einer außerparlamentarischen Bewegung. Und es ist, glaube ich, dem Argument will ich mich auch anschließen, weil die Linke dort versagt, auf aktuelle Probleme im Außen zu reagieren und sich darauf einzustellen, welche Themen in der Gesellschaft aufkommen, gibt es halt die Piraten. Und die Äußerungen, die zum Beispiel Gregor Gysi übers Internet gestern zweimal getan hat, das zeigt einfach ganz sehr unser Problem als Partei, was die Anne da auch sagt, ne? Dass wir es überhaupt gar nicht schaffen, uns auf sozusagen neue Themen einzustellen. Diese ganze Frage sozial-ökologischer Umbau, wo ich sehr froh bin, dass wir da auch dieses Wochenende viel drüber sprechen, zeigt ja aber, ich glaube, wir müssen als Linke da auch viel stärker drüber reden. Eigentlich braucht es eben keine Piraten und keine Grünen, weil nur eine linke Partei kann eine grüne Partei sein, weil ein Ökokapitalismus kann nicht funktionieren. Punkt. Und das müssen wir einfach viel stärker sagen. Wir müssen uns da viel stärker öffnen. Und es gibt halt eben keine Trennung von Inhalt und Form. Und die Form in unserer Partei sind über weite Strecken einfach beschissen. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Danke. Und nach dir bereitet sich Klaus vor, Lederer.
Ja, also mein Name ist Dirk. Ich will auch nur ganz kurz auf die Strukturprobleme eingehen. Das war ja gestern schon bei dem Workshop Jung, Aktiv, Zukunft der Linken ein großes Thema. Das Problem an der Sache ist, dass ich diese Kritiken jetzt punktuell schon die letzten 5 Jahre überall höre. Allein, es tut sich nichts. Vielleicht wäre es ratsam, dass also die Leute, die entsprechende Vorstellungen haben, sich auch mal zusammenfinden und sich untereinander vernetzen, um irgendwo ein bisschen ein Gegengewicht zu bilden. Bevor ich zur Linken gekommen bin, war ich in einer NGO tätig und das wäre eben auch eine Sache, von der man lernen kann. Also man muss ja nicht unbedingt die Linke neu erfinden, man muss nicht von vorne anfangen, aber man kann sich ja optimal weiterentwickeln. Also zum Beispiel solche Podiumsveranstaltungen gibt es dort gar nicht mehr, weil da eben Gruppendynamiken und entsprechende Lösungsfindung verhindert werden. Also allein schon diese Methode hier ist irgendwo suboptimal. Das Zweite ist, würde ich auch noch kurz Horst Kahrs zumindest ein bisschen widersprechen. Also diese Milieuzugehörigkeit, der Arbeiter wählte früher SPD und so. Michael Fester hat ja mal in seinen Untersuchungen festgestellt, dass genau das nicht stimmt. Also eine Milieuzugehörigkeit ist nicht irgendwie 1:1 politisch übersetzbar, sondern hier spielt irgendwo die soziale Verankerung eine Rolle. Und indem sich also der politische Raum und die Linke wahrscheinlich auch noch als intellektuelle Partei in besonderem Maße ja mehr und mehr von der sozialen Welt abnabelt. Das Problem ist nicht neu, das hatte man in den 70er Jahren ja, glaube ich, schon einmal, als die ganzen K-Gruppen sich immer in der Universität versammelt haben und dann diskutiert haben, was ist der einzig wahre richtige Weg. Davon hatten irgendwann mal die Leute die Schnauze voll und haben gesagt, okay, wir gehen in die Alternativbewegung, machen kleine Projekte, da wissen wir wenigstens, was wir machen und sehen, was wir real bewirken können. Also diese Praxisnähe fehlt mir hier zunehmend und auch hier kann man aber von einer Partei lernen, die sozial verankert ist wie nur was und die irgendwo die absolute Mehrheit bei den Wahlen fast immer gepachtet hat. Und das ist die bayerische CSU. Also auch hier kann man sich mal vom Gegner ein bisschen gucken, ein paar Sachen abgucken. So, wenn ich es richtig sehe, nehme ich jetzt noch 3 Menschen. Das sind der Klaus, das sind du und hallo, du. Ja. Okay. Also mir wäre wichtig, dass man nicht Dinge gegeneinander stellt, die für mich sowohl als auch nötig sind. Also die Partei Die Linke muss einerseits eine Partei wie jede andere sein, weil sie sich im Parteiensystem, und zwar in Konkurrenz zu anderen Parteien, um Wählerinnen und Wählerstimmen bemüht. Und trotzdem muss sie eine andere Partei sein als die anderen, damit sie eine Linke ist. Diese Gegenüberstellung, auch dieser antiparlamentarische Reflex, den ich da zum Teil höre, halte ich für grundfalsch. Im Übrigen ist auch Syriza zu einer Wahl angetreten und hat sich in der Konkurrenz mit anderen politischen Parteien um Wählerinnen und Wählerstimmen bemüht. Und auch Syriza muss jetzt sehen, wie sie im parlamentarisch-politisch-repräsentativen System versuchen, Durchsetzungskraft zu erlangen. Sie schaffen es aber nur, weil sie die zentralen politischen Themen in der Gesellschaft aufgemacht haben und als ein glaubwürdiger Ansprechpartner, glaubwürdiger Repräsentant neben einem ansonsten korrupten Laden für die Repräsentation dieser Interessen darstellt. Insofern glaube ich, hat Horst einerseits recht. Na klar, es gibt viele Menschen, die wählen Die Linke nicht, weil sie in ihr mitmachen wollen, nicht, weil sie irgendwie das sich sozusagen in Größenordnung als politischer Mensch verstehen, sondern weil sie von der Linken Erwartungen haben, dass sie repräsentieren. Und dann gibt es andere. Dann gibt es andere, die wollen sich in so einer Partei engagieren. Und da fallen mir bei der Linken ein, 2 Begriffe, Überheblichkeit und Selbstgenügsamkeit. Mit Überheblichkeit will ich das kennzeichnen, also Anne hat es ein bisschen so ähnlich ausgedrückt. Wir sind die 99%. Wir wissen, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Wir vertreten die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Hat die Leute mal jemand gefragt? Also wenn das einzige untrügerische Maß dafür ist die Wahl. Und da kann ich nur sagen, das sehe ich nicht. Sonst hätten wir sozusagen hier eine parlamentarische Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Bereitschaft darüber zu fragen, warum wir einen Teil dieser Menschen nicht erreichen, ist relativ gering. Und da kommen dann eben auch so Sachen zustande, wie dass dann plötzlich Leute von uns anfangen zu glauben, sie müssen mit Pegida oder Pegida oder anderen reden oder sogar, weil dort ja die eigentlich richtigen Leute, die müssen wir nur noch davon überzeugen, sitzen, dass man plötzlich anfangen müsste, mit denen zu fraternisieren. Das finde ich, das sind so Sachen, die sind unerträglich und die deuten für mich hin auf eine Unklarheit, was eine linke Partei eigentlich politisch soll. Auf der anderen Seite Überheblichkeit, Selbstgenügsamkeit. Es finden in dieser Gesellschaft ganz viele ganz konkrete Veränderungsprozesse statt, die über den Kapitalismus hinausweisen. Dieses Buch von Dieter Klein, das Morgen tanzt im Heute, beschreibt viele dieser Dinge. Sozialökologische Fragen, netzpolitische Fragen, vieles andere mehr, versuchen Menschen, diese Gesellschaft zu verändern und andere als die Kapitallogik konkret zu verwirklichen. Da gucken wir gar nicht hin. Das nehmen wir gar nicht wahr, geschweige denn in unseren Debatten oder zu wenig. Ich
formuliere auch ein bisschen pointiert, wir sind ja auf einem Zukunftskongress. Ich wünsche mir von der Linken der Zukunft, ich bin sofort fertig, dass sie mehr die Ohren aufsperrt, dass sie ein bisschen, ich sag's auch mal, demütiger vielleicht in solche Diskurse geht und nicht mit dieser Kotzarroganz und dieser Überheblichkeit zu glauben, sie sei die einzige Interessenvertreterin und kriegt überhaupt nicht mit, was für spannende Dinge in dieser Gesellschaft passieren, geschweige denn, bietet dafür Podien und Orte oder setzt sich da produktiv in Beziehung zu. So. Auch wenn ich hoffe, dass es nicht zu tyrannisch ist, aber das sind jetzt unsere letzten zwei. Danach gehen wir ins Abschlusspodium. Die Zeit verrast. Ja, mein Name ist Martin Kliem. Ich bin bei den Linken in Frankfurt. Frankfurt am Main, muss man hier dazu sagen. Ich war früher bei den Piraten gewesen, wie der Martin. Und ich muss sagen, ich muss einigen von meinen Vorrednern widersprechen. Also meine Erfahrung bei den Linken ist jetzt erstens, als Neumitglied wurde ich sehr gut abgeholt. Ich bekomme permanent irgendwelche Briefe, wo ich aktiviert werde, eingeladen werde zu irgendwelchen Foren, um die Linken kennenzulernen, um irgendwie aktiv mitzuarbeiten. Ich muss auch widersprechen, dass es da irgendwie nur um Parlamentarismus geht. Also gestern wurde es gesagt, die Linken sind aktiv parlamentarisch, außerparlamentarisch und in den Medien. In den Medien ist es wichtig, dass dort auch Leute sind, die sich artikulieren können, die kompetent sind, die aber auch ein Gesicht haben, die bekannt sind. Die Partei braucht Gesichter. Ich war bei der Piratenpartei, da war genau dieser Fehler, dass gesagt wurde, wir brauchen Themen statt Köpfe. Das ist totaler Quatsch. Man muss auch eben Gesichter und Köpfe haben, die diese Themen vertreten. Und außerparlamentarisch sehe ich halt auch, die Linken, die sind bei jedem Streik um 6 Uhr morgens am Tor und verteilen da irgendwie Hanutas und Rosen und Programme und sonst was alles. Wir treffen uns mit sozialen Initiativen, mit Sozialarbeitern, die schlecht bezahlt werden, mit allen möglichen Leuten. Die Linken waren einer der maßgeblichen Akteure irgendwie bei Blockupy. Es sind wahnsinnig viele junge Leute in Hessen jetzt, die auch Mitglied werden, gerade weil man sich so engagiert. Also ich sehe nicht, dass da jetzt irgendwelche abgehobenen Leute in Parlamenten sind. Und auch was die Fleischtöpfe angeht, also ich bin halt in der Kommunalpolitik, da gibt es keine Fleischtöpfe. Und ich mache das, weil mir das einfach unheimlich viel Spaß macht und weil ich sehe, dass da eine Repräsentationslücke ist, dass manche Leute von den üblichen Parteien eben nicht im Parlament eine Lobby haben. Diese Lücke kann ich ausfüllen, das macht mir Spaß, ich habe einen gut bezahlten Brotjob. Ich muss mir das nicht antun, aber ich muss sagen, Politik macht mir momentan viel mehr Spaß als mein Brotjob und ich kann jeden verstehen, der das hauptberuflich machen möchte. Ja, hallo, ich bin der Flo, ich bin aus Leipzig. Ich bin nicht bei der Linken. Ich bin hier, weil ich mir das mal anschauen wollte, wie denn so eine zukunftsfähige und moderne Linke aussieht. Und ich habe mich gemeldet wegen dem Satz, ein Ökokapitalismus kann nicht funktionieren. Leider ist es so, dass ein Ökokapitalismus nicht nur funktionieren kann, sondern es auch wird, wenn wir da nichts gegen tun. Weil der Punkt, der mir hier das ganze Wochenende schon auffällt, ist, dass es die Linke anscheinend immer noch nicht begriffen hat, anzuerkennen, wie verdammt widerstands- und anpassungsfähig dieser Kapitalismus eigentlich ist und dass eine zukunftsfähige Linke gegen einen spätmodernen Kapitalismus nicht mehr mit den Methoden des 19. Jahrhunderts kämpfen kann. Dass es darum geht, anzuerkennen, der Kapitalismus hat sich die letzten 150 Jahre geändert und demnach muss es die Linke und linke Strategien auch. Weil ansonsten hat die Linke keine Zukunft. Danke. Also erstmal herzlichen Dank, auch insbesondere für den letzten Beitrag, auch ja von außen. Ich nehme jetzt mal die notwendige Enttäuschung, die gleich entstehen wird, auf meine Schultern. Denn wir haben natürlich 20% der Menschen hier im Saal haben tolle und interessante Impulse gegeben. Das können natürlich die vier hier, die jetzt darauf antworten werden, wahrscheinlich nicht vollständig wegtragen. Aber ich denke auch, dass es vielleicht häufiger nicht darum geht, jetzt endgültige Antworten zu geben, sondern dass man genau so eine, sag ich mal, so ein Spannungsverhältnis an Interessanten und Schwierigkeiten auch entsprechend aufbaut. Einige
der Fragen sind direkt an das Podium gegangen. Ich beginne deshalb jetzt erstmal mit Fabian. Du musst jetzt nicht deine vier Seiten, ich sehe, du hast sehr fleißig notiert, aufnehmen. Zum einen ist ja eine direkte Frage an dich gegangen, aber möglicherweise kannst du auch die Frage hinsichtlich, sage ich mal, der Beteiligungsmöglichkeiten in der Linken, ne? Also das, was du mit den Schwierigkeiten des Abgeholtwerdens oder sowas beantworten, ob da vielleicht sowas wie das Linksnet auch spannend ist oder ob du da Grenzen siehst. Zeitlich gesehen müssen wir uns jetzt ein bisschen beschränken auf circa 6 Minuten, dann überziehen wir nur um 5 Minuten. Ja, also vielleicht gleich zu Anfang zu der Frage, wie sozusagen diese Verankerung im Stadtteil passieren konnte. Das ist sozusagen das, also Leipzig-Konnewitz gilt sozusagen als der antifaschistische Stadtteil in Leipzig und war sozusagen, würde ich mal umschreiben, glaubhaft und wahrhaftig sozusagen das Linksnet immer war der Kooperationspartner und Support, also der Möglichkeit des Supports für genau diese Bewegung, die sozusagen zu Antifaschismus, Antirassismus arbeitet und kämpft und sich sozusagen, und das ist sozusagen natürlich immer dann die Frage, die kam jetzt hier so oft, deswegen liegt es mir auf der Zunge, die herrschende Klasse sozusagen versucht ja die soziale Frage durchaus ordnungspolitisch zu lösen und auch hier ist sozusagen die, waren wir eben immer glaubhafter Partner gegen diese Repression des Staates, die in diesem Stadtteil tatsächlich schon vonstatten gehen. Genau, und das hat, glaube ich, schon zu dieser Verankerung getragen und Jule betont, also Jule hat ja dieses Direktmandat gewonnen und im Leipziger Süden, also in diesem Stadtteil und sagt ja auch immer, dass maßgeblich tatsächlich schon dahinter war, dass eben, dass es dieses Linksnet gibt und dass sie sozusagen, dass das jetzt gar nicht so sehr, so sagt sie das dann immer, nicht auf ihre Kappe geht oder sie als Person, sondern eben sie als Rolle, als Gesicht dieses Linksnets und dieses Politikangebotes. Und ich möchte da vielleicht sozusagen weitermachen, nämlich bei der Frage, was kann die Linke eigentlich leisten? Und die Linke kann natürlich nicht leisten, eine soziale Bewegung jetzt auf einmal zu wehren. Und da sind hier richtige Sachen gesagt worden. Die Linke hat schon das Interesse, sozusagen auch in diesem parlamentarischen Bereich Mandate zu erringen. Was die Linke aber kann, ist tatsächlich Orte zu schaffen, die eben weder das eine noch das andere sind. Also die sozusagen eben versuchen, Schnittstellen zu sein zu außerparlamentarischen Bewegungen und die sozusagen ohne sie zu vereinnahmen und ohne sozusagen diese Leute, die dort sozusagen dann möglicherweise mit aktiv sind in solchen Projekten, als sozusagen Hinterland oder zukünftige Wähler oder zukünftige Mitglieder, also das nur zu machen, um aus so einem instrumentellen Charakter heraus, sondern weil sie es wahrhaftig so will, also das wäre sozusagen Bedingungen dort, dass man halt das nicht als instrumentelles Verhältnis macht, dass damit sozusagen mehr Wähler oder Mitglieder kommen, sondern weil man einfach sieht, dass sozusagen Parteien nur ein, dass dieser parlamentarische Apparat, Alexej Mirowitsch hat gestern auch in dieser Demokratisierung der Gesellschaft sozusagen immer gesagt, dass die Demokratisierung der Verwaltung sozusagen elementar ist. Und ich würde hier vielleicht auch weitermachen, dass man sagt, dass die Demokratisierung der Parlamente halt vonstatten gehen muss. Und das ist natürlich ein Problem, es kam ja auch, dass sozusagen in dieser Partei es Leute gibt, die sind Bundestagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende, die haben sozusagen ordentlich Diäten und andere in dieser Partei haben das nicht. Und die Frage ist sozusagen, wie man mit dieser Ungerechtigkeit, die man nicht selber zu verantworten hat, aber die sozusagen sich ganz praktisch äußert, wie man mit der umgeht und ob man sozusagen noch ein Problem damit hat, dass es eben tatsächlich Leute gibt in dieser Partei, die, keine Ahnung, die sich die 10 Luftsprünge machen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, an einem Parteitag teilzunehmen und dafür sozusagen keine Fahrtkosten haben und andere sozusagen, und man dafür sozusagen auch Empathie entwickelt und versteht, dass solche materiellen Voraussetzungen eben derzeit auch in der Linken sozusagen maßgeblich sind und dass es eben nicht hier nur einen Konflikt zwischen Gleichen und Dergleichen gibt, sondern es gibt halt Leute in der Partei, die aufgrund der sozialen Stellung, die sie in dem bürgerlichen Apparat sozusagen einnehmen,
bevorteilt sind. Und das ist nicht schlimm. Die Frage ist nur, ist das noch, also will man, dass es einfach so bleibt oder will man das zumindest noch als Problem formulieren? Und das hier würde ich halt sozusagen einen Punkt wieder machen, würde halt sagen, es muss schon darum gehen, hier sozusagen diese Möglichkeiten, also Möglichkeiten zu nutzen, hier eine Umverteilung auch innerhalb der Partei zu machen, ohne dass man damit sagt, es ist schlimm, dass, keine Ahnung, der Fraktionsvorsitzende das Doppelte an Diät kriegt, was wahrscheinlich ein Jahresgehalt, also keine Ahnung. Genau, und vielleicht nochmal zu dieser, ich glaube nicht, dass die CSU verankert ist in der Gesellschaft und finde auch nicht, dass das ein gutes Vorbild ist. Denn die was die CSU schafft, ist sozusagen tatsächlich in diesem Stammtischniveau zu halten, dass, obwohl sie Entscheidungen trifft, sie am Stammtisch damit nichts zu tun hat. Und also, weiß nicht, also wenn man sich sozusagen, das ist schon absurd. Ich würde auch nicht sagen, dass sie verankert ist, sondern sie ist halt sozusagen einfach da und das ist sozusagen der Partner, der eben dort sozusagen die Politik macht. Aber das kann kein Vorbild sein, die CSU. Denn ich will schon eine ehrliche Partei und ich will nicht sozusagen hintenrum noch verarscht werden, dass mir sozusagen Leute heute erzählen, dass sie voll dagegen sind und gestern sozusagen genau dafür gestimmt haben. Das, da würde ich eine Macke kriegen, wenn das sozusagen meine Realität wäre. Und um nochmal bei Klaus anzuknüpfen, oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber mit diesem 6 Uhr morgens am Werktor stehen, ich denke, das drückt es sehr gut aus. Ich denke auch, dass die Partei sehr wohl ein Ohr bei bestimmten sozialen Gruppen und auch sozialen Problemen in dieser Gesellschaft hat. Sie hat es halt nicht, wenn es darum geht, ganz neue Klassen möglicherweise in den Blick zu nehmen und für die auch Möglichkeiten zu schaffen, überhaupt Konzepte zu formulieren. Denn sozusagen ein selbstständiger Layouter oder Webdesigner, für den ist sozusagen, der hat keinen Arbeitsvertrag bei irgendeinem Unternehmer, sondern der beutet sich halt selber aus. Und die Frage ist sozusagen, hier müssten linke Antworten auch kommen, wie können sozusagen Strukturen geschaffen werden, dass diese Selbstausbeuter sich nicht noch, also dass diese Mindeststandards setzen können, ohne dass es dazu führt, dass sie den Auftrag einfach nicht kriegen, sondern eben mit Mindeststandards arbeiten. Genau, das sind vielleicht so erste Sachen. Ja. Es wird immer nur bei ersten Sachen bleiben. Martin, ich gebe dir zwei Ansatzpunkte für deinen Beitrag. Bestimmt hast du auf mehr noch zu beantworten Lust. Zum einen, dein Internationalismus-Thema ist ja auch hier durch den kleinen Zettel mitreflektiert worden. Die Fragestellung zum Beispiel, wie sich das auswirkt, wenn wir internationale nicht nur Zusammenarbeit, sondern wahrscheinlich auch Solidarität fordern, ob das nicht zu, sage ich mal, Gerechtigkeitsdefiziten im Land führt, wenn ich das mal so zusammengefasst sagen darf. Und zum anderen natürlich auch die Beteiligungsfrage, die, wenn ich es richtig sehe, von dir gestellt wurde, dass quasi alle auf gleiche oder ähnliche Art und Weise erstmal ihre Meinung zusammenfassen müssen. Vielleicht stellt das ja auch auf bestimmte Formen der modernen Medien ab, dass man da irgend sowas machen kann. Da habt ihr ja als Piraten vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung damit gemacht, die möglicherweise im Guten und im Schlechten zu verarbeiten ist. Aber das nur als Ansatzpunkte. Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht auf drei Dinge eingehen, ganz grob. Beteiligung, und zwar im Sinne von Strukturen. Ich rede da gerne von Strukturen und Plattformen, weil einzelne Tools und was sie machen, das hängt immer von den Gruppen, die sich daran beteiligen. Das gilt im Übrigen auch für euer Projekt zum Beispiel. Es gibt ja, Klaus macht ja in Berlin was, wenn ich es richtig verstehe, mit Berlin XXNet oder wie es heißt, was Ähnliches. Das ist immer die Frage, wo findet das statt? Ich würde sagen, im städtischen Raum ist es sogar noch einfacher, sowas zu machen, als in dem ländlichen Raum, wo halt viel auch weite Wege bedeutet. Das ist das eine. Das andere, die Kulturfrage, die hat Anne angesprochen, die würde ich auch nochmal von meiner Seite und auch aus der Erfahrung der Piratenpartei ansprechen wollen. Ist auch ein bisschen Kritik am Publikum dabei, kommt dann gleich. Und das dritte ist die inhaltliche Frage, wo ich mich gerne zu ein paar Äußerungen, die hier gefallen sind, mal äußern möchte. Zunächst mal danke für die Blumen, Peter, aber ich hoffe, ich habe auch was damit zu tun, dass ich hier sitze und es liegt nicht nur am Scheitern der Linken. Ein bisschen, ja. Denn ich habe mich zur Beteiligung nicht viel geäußert, weil für mich
weil ich da auch wenig Vorschriften machen möchte. Es ist, ich möchte auch ein bisschen in die Bresche springen für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die jetzt gerade gegangen ist, vielleicht auf die Toilette, also Horst Kahrs. Strukturen sind enorm wichtig. Strukturen tragen auch, man möchte das vielleicht im ersten Moment nicht denken, zur Transparenz bei. Strukturen fördern Beteiligung. Strukturen sorgen dafür, dass es gerechter zugeht in der Gesellschaft. Bürokratie kann furchtbar sein und Menschen gängeln. Und das tut es leider bei uns auch viel zu oft, insbesondere wenn es um Bedürftige, also an die gesellschaftsbedürftige Menschen geht, Arme oder Geflüchtete zum Beispiel. Aber Bürokratie ist halt die Erfindung, die die Willkürherrschaft abgelöst hat. Und man sollte sich vielleicht nicht vollständig von Strukturen verabschieden. Das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Die Piraten haben immer so getan, als könnte man alles ohne Strukturen lösen. Das hat dann dazu geführt, dass die Mehrheiten auf Bundesparteitagen, die bei uns Mitgliederversammlungen sind, halt je nach Austragungsort zustande gekommen sind, weil sich einfach Leute, das hat ja auch Fabian gerade angesprochen, Leute die Anfahrt nicht leisten konnten und es auch ein Zeitproblem gibt. Also hätte man vielleicht doch über ein Delegiertensystem nachdenken können. Und sowas ist natürlich weniger durchlässig. Ja, und muss es zwangsläufig sein, da muss man Kompromisse finden, aber das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Frage. Ich habe jetzt mitgenommen aus der, ich lerne ja auch viel, wenn ich hier sitze und zuhöre, dass wenn es um die zukunftsfähige und vielleicht nicht neue Linke, das ist dann ein Missverständnis, geht ja vielleicht eher um die zukunftsfähige Linke, auch aus einer deutschen Perspektive geht, dass ihr unbedingt eure Strukturen reformieren müsst. Also das hört sich hier sehr piratisch an, tut mir leid. Ich kenne solche Basisbeschimpfungen oder Mandatsträgerbeschimpfungen und die da oben und die Politiker und die verdienen alle viel mehr. Was für ein Quatsch. Ja? Also ihr redet ja ganz oft von herrschenden Gesellschaftsverhältnissen. Und wenn ihr die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen wollt, dann braucht ihr gute, auch handlungsfähige und unabhängige MandatsträgerInnen, dann könnt ihr die nicht alle 2 Jahre auswechseln. Das funktioniert nicht, ja, könnt ihr gerne probieren. Davon werdet ihr aber nicht mehr Wählerstimmen bekommen beim nächsten Mal. Haben die Grünen auch dann gelernt, denen hat es auch ein bisschen gedauert, bis sie das mitbekommen haben. Das ist so ein bisschen zu viel, die da oben Geschreie und man kann sich drüber, also wir haben bei den Piraten immer so einen einfachen Lehrsatz, wenn das wieder kam, so, hör mal auf, also das kann ja ganz schnell passieren, das ist ja uns auch so gegangen, hör mal auf die Politiker und die da oben zu schimpfen, kann ganz schnell sein, dass du selber einer von denen bist. Ja? Das trifft jetzt vielleicht nicht so auf die Linke zu, weil es ja schon gefestigtere Strukturen gibt. Wenn ihr aber Leute dazu motivieren wollt, gerade junge Leute, Martin hat es angesprochen, in Hessen scheint das zu funktionieren, da solltet ihr dann vielleicht mal hingucken, was die da tun. Wenn ihr gerade junge Leute dazu motivieren wollt, auch sich substanziell und langfristig und mit den schwierigen und komplexen Fragestellungen der Gesellschaft an der Veränderung von gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, dann müsst ihr denen auch erlauben, euch für sich dann eine Karriereperspektive zu sehen oder zumindest eine soziale Absicherung für die Familie, für die eigene Zukunft. Das muss ja nicht als MandatsträgerInnen sein, das kann ja auch, wenn man mal Engagement, und das ist eine Sache, die die Piraten auch nicht geschafft haben, ich glaube, das gibt es bei euch, wenn man eine Funktion in der Partei übernimmt, dass man dafür auch zumindest vergütet wird, weil ansonsten schließt man nämlich TransferleistungsempfängerInnen einfach substanziell, also grundsätzlich aus von der Parteiarbeit. Also sowas muss man sich auch erlauben. Das ist das eine. Die Beteiligungsstrukturen, da finde ich solche Projekte und wenn sie dann vor allen Dingen nicht nur als Experimente laufen, sondern flächendeckend wie das Büro in Leipzig und wenn es sowas an anderen Stellen gibt, sehr gut. Das sind aber am Ende so punktuelle Möglichkeiten, die man auch evaluieren muss und in der Gesamtstruktur aufarbeiten muss, möglicherweise daraus lernt für die eigenen Parteigremien, Bundesarbeitsgemeinschaften und so weiter und so fort. Wie organisieren die sich? Ganz wichtig, meiner Meinung nach, gerade wenn ihr irgendwie euer Durchschnittsalterproblem lösen wollt, dass ihr das auch mit dem Internet tut. Ja, also ich fände es auch gut, wenn ich regelmäßig von meiner Partei Post bekomme, insbesondere wenn es um Spendenbescheinigungen geht, wenn ich die von der Steuer absetzen kann, aber dann wird die Spendenbereitschaft auch größer. Aber eigentlich ist es doch heutzutage gar nicht mehr nötig, so viel Geld in totes Holz zu stecken, insbesondere wenn man
explizit mehr Beteiligung bei bestimmten Organisationsformen, die sich jetzt nicht institutionalisiert schon geäußert haben, wie Gewerkschaften bekommen möchte. Das zur Beteiligung. Dann zur Kulturfrage, weil Strukturen helfen euch gar nicht, wenn es dann beim Gremium heißt, na, warst du schon mal hier? Kommst du das nächste Mal wieder? Willst du dich stärker engagieren? Wenn einfach das Gefühl entsteht, es reicht nicht, einmal seine Meinung zu sagen oder bloß, wenn man nur kurzfristig da ist, wenn man nur punktuell auftritt, wenn man gerade nur ein persönliches Interesse hat, das man möglicherweise auch mit einzelnen Freunden und Bekannten umsetzen möchte, aber eben nicht sich in linke Parteigremien oder Parteigremien an sich committen möchte, dass es dann Stirnrunzeln hervorruft. Das ist eine Kulturfrage, genauso wie die Frage genauso wie die Frage, wie man mit den eigenen FunktionsträgerInnen und MandatsträgerInnen umgeht und genau umgekehrt auch wie die mit der Partei umgehen, völlig klar. Da glaube ich, braucht ihr eine Diskussion darüber. Ich mag da keinen Weg drüber zeichnen. Ich glaube, es reicht halt nicht, einzelne Projekte zur Beteiligung zu machen. Man muss alle dazu aufrufen, Offenheit zu wahren. Nicht unbedingt, dazu komme ich jetzt gleich, inhaltliche Offenheit, weil es gibt so ein paar, also Klaus hat es angesprochen, es ist halt erschreckend, wenn irgendwie Linke denken, sie werden bei Pegida richtig aufgehoben. Da gibt es auch keine Diskussion, es gibt auch keinen Diskussionsbedarf mit Menschen, ich meine, egal, also das werdet ihr selber feststellen. Und diese Kulturfrage, die muss auch diskutiert werden. Und das kann dann nicht sein, dass eine Mitarbeiterin, also das würde ich nochmal stark machen, den Punkt, eine Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion hier von Erfahrungen berichtet, dass sie aus oder sich nicht wohlgefühlt hat in der Mitarbeit von Parteigremien. Wenn es sogar schon so aktiven und eingebundenen Leuten so geht, wie soll es denn dann erst Leuten gehen, die über Occupy, ECB oder so hinaus sich mal einbringen wollen und vielleicht mal das nur ein halbes Jahr Zeit haben? Das ist grundsätzlich so und war auch vorher schon so. Okay. die Frage muss man stellen, da glaube ich, brauchst du eine neue oder eine zukunftsfähige linke Partei, einfach mehr Selbstreflexion an der Stelle. So, und jetzt noch das Inhaltliche ganz kurz. Erstens wünsche ich mir, dass eine zukunftsfähige neue linke Partei nicht irgendwie Gerechtigkeit für die Mehrheit und die Mehrheit vertritt, sondern marginalisierte Gruppen und Minderheiten vertritt. Die sind nämlich eigentlich, wenn man sie mal zusammennimmt, die Mehrheitsgesellschaft. Das, was uns erzählt wird vom Mainstream, ist ein Bild vom Mainstream, das nicht stimmen kann, weil das Individuum und kleine Interessensgruppen andere sind. Ich würde mir von einer linken Partei wünschen, dass sie vor allem diejenigen vertritt, die sich nicht zur Mehrheit dazu zählen können oder aber nicht als Mehrheit gesehen werden, wie Frauen. Das eine. Und dann der globale Ansatz, da gab es diesen Zettel und das hatte ganz viel mit Armut in der Welt zu tun. Ja, das ist furchtbar und Armut gibt es noch viel zuallererst in anderen Ländern, denen es nicht so gut geht wie uns, gibt es aber auch hier. Was ich aber für Gefahr sehe, und das steht auf diesem Zettel, ich lese es jetzt nicht vor, aber so ähnlich hast du es ja auch beschrieben, dass man das gegeneinander aufrechnet. Ja, also die Aussage, die du vor kurzem jetzt getroffen hast, die klang schon gefährlich nahe an Parolen, die man hier sowieso nicht, aber nirgendwo hören möchte. Und da wünsche ich mir, dass ein globaler Ansatz, und so meinte ich das auch nicht mit der internationalen Linke, nicht heißt, dass man aus Deutschland definiert, was die anderen wollen. Ja, das ist mir zu kartoffelzentristisch, das ist typisch diese Bedarfsdefinition von klassischer linker Politik, die für mich auch zunächst mal nicht interessant ist. Das brauchen die Leute und das wollen wir denen geben. Vorher fragen, was die Leute brauchen, und wenn man eine internationale Parteiorganisation bauen will, dann hört man auf die Organisationen, die Schwesterorganisationen in den anderen Ländern und in den anderen Regionen zuallererst, bevor man sagt, was man selber möchte. So. Der spannende Charakter unserer Diskussion hat sich rumgesprochen, sodass für die letzten beiden Beiträge, die wir haben, unser Saal sich immer mehr füllt und auch unser Parteivorsitzender Bernd Rixinger inzwischen da ist. Anne, das Thema: Die Linke braucht Druck von außen, braucht Druck von den linken Strukturen. Ist ja jetzt nicht nur heute gesagt worden, sondern das ist ja etwas, was man quasi auf jedem Kreisparteitag, Parteitag immer wieder hört. Wann würdest du denn sagen, oder unter welchen Umständen merkt man denn, dass so ein Druck von außen vielleicht erfolgreich wäre und jetzt nicht nur, sage ich mal, eine innerparteiliche rhetorische Floskel ist?
Und wenn du jetzt aus deinen subjektiven Erfahrungen sprichst, wir das zusammenkriegen mit dem Thema Institutionen und eine Partei braucht Organisationsstrukturen, ist das nicht vielleicht auch ein Widerspruch, dass man auf der einen Seite sagt, okay, man will den Druck von außen haben, auf der anderen Seite aber hat man ziemlich feste Wege der innerparteilichen Meinungsbildung, die ja dann auch auf Demokratie, auf Mehrheiten und Minderheiten und so weiter abstellen. Also wie zu merken ist, dass der Druck von außen funktioniert, bin ich jetzt, glaube ich, genau die Falsche, das zu beantworten, weil das müsste ja jemand innerhalb der Partei eigentlich beurteilen. Das kann ich tatsächlich überhaupt gar nicht sagen. Wie das besser zusammen sein kann, ich wäre da für eine aktiver, vorangetriebene, friedliche Koexistenz, würde ich sagen, und weniger den Versuch, sich gegenseitig ins andere Lager rüberzuziehen und sozusagen sich in einer Konkurrenz zu befinden, sondern ganz wichtig, die Akzeptanz zu sagen, wir brauchen ganz dringend beides, und zwar von beiden Seiten natürlich. Ich habe eben gerade zwischendurch gehört, ich werde jetzt auch noch mal viel zu dieser Kulturgeschichte sagen, das ist vielleicht nicht so überraschend, dass ausgerechnet Gregor Gysi gestern irgendwas gesagt hat, was mit mehr Internet mehr aufeinander hören zu tun hat. Das bringt mich jetzt in eine massive Bredouille, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich auch gerne stark machen würde, dass das Internet wichtig ist, und das Internet steht jetzt für ganz viel, was vielleicht sonst unter Netzpolitik gefasst wird, von dieser Verkündigungsmentalität wegzukommen, die ich in der Partei ganz, ganz viel wahrnehme. Also, dass da wichtige Leute wichtige Dinge sagen und die müssen transportiert werden und transportiert werden und transportiert werden. Und da gibt es viel von oben nach unten. Und es gibt so einen Punkt zum Beispiel, bei dem mir das ist mir in letzter Zeit einfach, weil ich inzwischen andere Dinge tue, aber nicht mehr so häufig, aber früher oft aufgefallen, die klassische Situation im Demobündnis, wo die Partei und dann vielleicht noch die Grünen und dann ganz viele NGOs und andere Gruppen gemeinsam was zu erreichen, und diese klassische Frage, dürfen denn die Parteien da reden? Und andersrum, wer bezahlt den Lautsprecherwagen? Und dann gibt es immer so eine quasi erpresserische Situation. Wir bezahlen aber nur, wenn Person wichtig mindestens so und so lange ganz vorne mitreden darf. Und das ist was, wo ich mir regelmäßig die Haare ausgerauft habe und denke, ich weiß nicht, wer was davon hat. Ich verstehe die Perspektive der Partei zu sagen, wir wollen, wenn wir schon das bezahlen, dann wollen wir da aber auch ganz wichtig vorkommen. Auf der anderen Seite, finde ich, steht aber auch die Frage, was hat denn die Partei davon, wenn alle genervt weghören, wenn da irgendjemand eine Rede hält, die in der Tagesschau sowieso nicht vorkommt? Es gibt da bestimmt Ausnahmen und verschiedenste Beispiele davon. Ich erwecke jetzt gerade Widerspruch. Im Grunde hoffe ich das auch, weil warum rede ich hier sonst? Das ist eine Wahrnehmung, die ich häufig gehabt habe, und ganz sicher gab es auch viele andere Fälle. Was ich sagen will, ist, dass ich möchte, dass das akzeptiert wird. Natürlich hat die Partei mehr Geld als irgendwelche Gruppen und Organisationen, die fluide existieren und sowas nicht haben. Die Erwartungshaltung, dass deswegen dann ganz viel Partei sichtbar darin vorkommen muss, die verstehe ich, aber auf der anderen Seite nützt das der Partei nichts. Also gestern auf Twitter kam auch mehrfach die Reaktion, was furchtbar ist, ist, dass die Partei immer diese ganzen Fahnen mitschleppt und dann aber nur mit 10 Personen da ist. Warum machen die das? Das ist doch schrecklich. Und das ist sozusagen die Wahrnehmung der außerparteilichen Leute, die dann da sind und dann nochmal sozusagen, also das sind ja keine Wahlkampfveranstaltungen, solche Demonstrationen. Jedenfalls funktioniert das nicht, wenn dann wichtige Funktionäre unbedingt sprechen müssen oder unbedingt ganz viele Parteifahnen zu sehen sein müssen. Und da, glaube ich, wäre klüger, vielleicht so ein bisschen durchlässiger darauf zu bauen, dass die Partei positiv wahrgenommen wird, wenn sie sich stark engagiert, und das tut sie ganz häufig ja auch, ob nun mit Logo oder nicht, als wenn sie unbedingt darauf besteht, dass vor allen Dingen wichtige Logos und wichtige Leute zu sehen sein müssen. Zum Internet,
wünsche ich mir, das ist auch verschiedentlich gesagt worden, natürlich, dass netzpolitische Themen einfach stärker sind und die netzpolitischen Formen stärker vorkommen und dass das Netz insgesamt genutzt wird in einer Weise, die ich noch vermisse, nämlich nicht, um nebenbei sich miteinander streiten zu können, sondern um mehr Transparenz vielleicht auch für die parlamentarische Arbeit zu schaffen. Ich glaube, dass viel der Ablehnung, die die Linke erfährt, abgesehen jetzt von den Rechten, damit zu tun hat, dass nicht so richtig nachvollziehbar ist, was in den Parlamenten tatsächlich passiert, mit welchen Widerständen da auch zu kämpfen ist, wie hart das teilweise ist, wie frustrierend das ist, immer wieder Anträge zu stellen, die immer wieder abgelehnt werden. Und das Internet könnte fantastisch dazu genutzt werden, hier Alltagsmomente einfach mal aufzunehmen, um transparenter für außen auch erkennbar zu machen, was da eigentlich stattfindet und wie das stattfindet. Viel mehr als die so und so vielte Pressestatement-Aufnahme von XY, die 5 Kernthemen transportiert, die in der Regel ungefähr bekannt sind. Was dem so ein bisschen widerspricht, auch nochmal eine Rückmeldung der Twitter-Meldungen von gestern sozusagen, und ich verstehe das durchaus auch, warum teilweise diese Verkündigung von mühsam ausgehandelten Positionen eine Rolle spielt, ist, das kam gestern ganz viel, da sind so viele Irre bei der Linken. Diese Leute, die irgendwie verrückt sind und umnerven und total anstrengend sind. Und natürlich macht sich das nicht hübsch, wenn die Außendarstellung übernehmen, ganz gar keine Frage. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Spannungsverhältnis, das kann ich sehr gut verstehen. Und dann glaube ich aber auch, dass das etwas transparenter und durchlässiger zu gestalten, dann vielleicht auch dazu kommt, was von Susanne gesagt wurde, wie könnte denn die Partei zu mehr Punkrock kommen? Ja, also das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig. Das ist euch auch nicht unbekannt, dass die Linke häufig mit dem Stereotyp zu kämpfen hat, aus verstaubten Parkerträgern zu bestehen. Also ein unglaublich konservatives, strukturkonservatives, langweiliges Außenimage hat. Das heißt, da muss einfach mehr Lametta her. Da muss auch mehr Diversität her. Die letzte Twitter-Kommentar gerade eben übrigens passt auch mit dazu, passt ein bisschen mit zu dem, was Martin gesagt hat. Die Linke ist zu weiß. Sie muss diverser werden, sie muss auch mehr unterschiedliche Formen tolerieren, und jetzt bin ich am Ende meiner Zeit angekommen und sage zum Schluss nur noch, ich würde mir ganz dringend wünschen, dass sie sich eher traut, das Thema Grundrechte und Überwachung stärker zu machen. Das erlebe ich in meiner Alltag gerade als Referentin im NSA-Untersuchungsausschuss ganz viel, das von außen ganz viel kommt. Wieso überlasst ihr das den Grünen? Wieso engagiert sich auch die Parteiführung nicht stärker in diesem Bereich? Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo mehr Linke zu sehen sein muss, weil die Koalition natürlich versucht zu mauern, was geht. Und dazu vielleicht als letztes noch, dass ich die bizarre Beobachtung gemacht habe, dass ich häufiger von den Grünen eingeladen werde zu Veranstaltungen als von den Linken. Hat sicherlich mit der Kernthemenfestlegung zu tun, und ich möchte mich jetzt hier ausdrücklich nicht darum bewerben, ganz viel zu Veranstaltungen eingeladen zu werden, weil ich genug zu tun habe, aber ich komme natürlich trotzdem gerne und möchte einfach sagen, dieses Thema, da ist viel Potenzial drin, und das machen die Grünen mit Engagement, und das würde ich ihnen nicht zwingend überlassen. Ja, ich breche den Applaus ab, weil der Saal sich füllt. Die Anfrage vom nächsten Podium ist gewesen, ob wir es bis 12.30 Uhr schaffen. Da habe ich gesagt, ja, denn das sind ja jetzt genau noch 7 Minuten. Dementsprechend hat der Horst genau noch die Zeit, die Frage. Und ich fasse meine Frage eng zusammen. Horst. Also bis 12.30 Uhr sind noch 3 Minuten. Das werde ich schaffen bis dahin, weil... ich kann das, was Martin gesagt hat, voll unterstützen und sehe das auch so. Und gerade was auch behutsame innerparteiliche Veränderungen betrifft. Die ganzen Fragen, die zu dieser Geschichte gestellt worden sind, Repräsentation und Klassen, sie werde ich jetzt nicht beantworten, weil schon viel zu viele Leute im Saal sind, die deswegen gar nicht hierher gekommen sind. Und das in dieser Kürze auch nicht geht. Das müsst ihr mir jetzt nachsehen, liegt am Verlauf der Veranstaltung. Ich will eine letzte Bemerkung machen, die mir dann vielleicht in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist ja auch eine Frage, wenn man die Partei verändern will, und das war ja mein Ausgangspunkt, ich habe gesagt, ich bin eher derjenige, der hier sitzt und sagt, es gibt auch eine ganze Reihe von Dingen, die man bewahren sollte und vielleicht versuchen sollte, auch besser zu machen. Natürlich muss man auch Dinge verändern, und man muss auch sagen, man muss neue Technologien versuchen, für die Partei zu nutzen und nutzbar zu machen und ähnliche Dinge.
Ich glaube nur, auch bei allem, was hier gesagt worden ist, taucht immer so auf, ja, wir müssen mehr mit Bewegung machen, weniger Parlament und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es dann immer, ja, wir müssen alles gleichzeitig machen. Und das, finde ich, ist das größte Problem, in das wir uns als Linke hineinmanövriert haben und möglicherweise auch nicht wieder herauskommen, dass wir viel zu viel machen wollen und uns ständig in eine Überforderungssituation bringen, die uns nicht in die Lage versetzt, das Wichtige von dem vielleicht nicht so Wichtigen, das Prioritäre von dem vielleicht nicht so Prioritären zu unterscheiden. Weshalb ich glaube, dass jeder, der einen Vorschlag macht, was die Linke neu machen sollte, sich eine neue Umgangsform angewöhnen müsste, nämlich zu sagen, okay, wenn die Linke jetzt das machen soll oder die Mitglieder das machen sollen, weil es sind immer Menschen mit ihrer Lebenszeit, die das machen müssen, was sollen die dann nicht mehr machen? Also was machen wir nicht mehr, wenn wir etwas Neues anfangen und was geben wir auf? Und das finde ich genau zu beschreiben. Was wollen wir aufgeben, um etwas Neues zu machen? Und wo kommt die Zeit und wo kommen die Ressourcen für das Neue her? Das fände ich ein ganz wichtiges Prinzip, um diese Debatte, wie verändert sich die Linke, was kann sie mit den vorhandenen Mitgliedern neu machen? Also es bringt nichts, über Dinge zu reden, für die wir gar nicht die Menschen haben, sondern man kann die Partei nur verändern mit den Mitgliedern, die in der Partei sind. Und entsprechend kann man auch nur Aufgaben stellen, die sie erfüllen können. Das wäre so mein Schlusssatz für die heutige Diskussion. Also, liebe Leute, das waren perfekte 3 Minuten. Ich danke euch erstens herzlich für die tolle Beteiligung an der Debatte. Ich denke, wir sollten unseren 4 Podiumsteilnehmerinnen auch nochmal für die spannenden Impulse danken. Und hier geht es gleich weiter mit dem tollen Abschlusspodium.